Schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier im Tippi am Kanzleramt. Schön auch, dass Sie dabei sind am Radio oder Sie können das auch alles sehen, wenn Sie uns sehen wollen. Ich habe extra ein türkises Hemd heute angezogen. Also Videostream gibt es nämlich auf radio1.de, aber auch auf berlinerzeitung.de und auf tagesspiegel.de. Sie können das auch hier im Tippi parallel machen, wenn Sie das wollen. Ist aber eine leichte Zeitverzögerung. Schiebt Deutschland Merkel ab? Das ist unsere Überschrift heute. 13 Millionen Bundesbürger, knapp 13 Millionen, sind heute zum Wählen aufgerufen in Ländern, die alle einen Doppelnamen tragen. Also Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Oder wie es die Heute-Show formuliert hat, gewählt wird in Sachsen-Anhalt und in zwei richtigen Bundesländern. Man könnte in diesen Tagen über so viel diskutieren. Man könnte über einen US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten diskutieren, der aussieht, als hätte er sich eine tote Ratte auf den Schädel genagelt. Oder auch über Franz Beckenbauer, der einfach nicht mitbekommen hat, wofür 6,7 Millionen Euro von seinem Konto geflossen sind. Das kennen Sie ja vielleicht auch. Also man guckt am Wochenende seine Kontoauszüge durch und denkt, wofür habe ich diese knapp 7 Millionen nur wieder ausgegeben? Es gäbe so viel, worüber man reden könnte, übrigens auch in den Wahlkämpfen in den drei Bundesländern. Ich hätte die AfD in diesen Wahlkämpfen gerne mal gefragt, was ihre Konzepte für eine Schulreform sind, was sie gegen marode Brücken tun will oder wie sie die Überschuldung der Länder bekämpfen möchte. Haben sie aber nicht. Also hat fast keiner gemacht. Stattdessen wurde dieser Wahlkampf hochstilisiert oder wie ein Fußballer sagte, hochsterilisiert zu einer Abstimmung über die Flüchtlingspolitik. Und da wird es richtig absurd. Also wer Merkels Flüchtlingspolitik gut findet, der muss in Baden-Württemberg die Grünen mit Winfried Kretschmann wählen und in Rheinland-Pfalz die SPD mit Malu Dreyer, weil die beiden haben diese Flüchtlingspolitik sehr verteidigt. Und wer die Flüchtlingspolitik der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel kritisiert, der sollte in den drei Bundesländern wahrscheinlich die CDUen, weiß gar nicht, was der Plural ist, die Unionsparteien wählen, weil die haben sich am meisten von Angela Merkels Flüchtlingspolitik distanziert. Also auch darüber werden wir reden. Wir werden über all das diskutieren mit vertrauten Kommentatorinnen und Kommentatoren und auch mit einem Neuling, den werde ich Ihnen dann vorstellen. Bevor wir aber zu den Kommentatorinnen und Kommentatoren kommen, haben wir uns heute extra einen Kabarettisten aus Baden-Württemberg eingeladen, ein gebürtiger Baden-Württemberger. Okay, er ist immer dabei, aber heute passt es endlich mal. Ich nenne ihn einfach den Winfried Kretschmann unter den deutschen Kabarettisten. Hier ist für Sie Florian Schröder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für diese liebevolle Anmoderation, lieber Marco. Er ist immer dabei, aber heute passt's auch mal. Ja. Das sind Ohrfeigen, wie man sie sich wünscht. Als Komplimente getan. Nein, ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte vielleicht ganz kurz, bevor wir einsteigen, hinweisen, für die, die es am Radio hören, bitte schalten Sie den Livestream auf radio1.de, auf Tagesspiegel und überhaupt überall, lettreinternational.de, wir sind überall, auf allen Livestreams dieser Welt. Schalten Sie es ein, allein wegen dieses Bühnenbilds, meine Damen und Herren. Wir haben hier ein sensationelles Bühnenbild im Tippi am Kanzleramt. Sie sehen hier hinten Steine. Es ist eine Band aufgebaut, die nicht kommen wird, aber und es ist überhaupt nichts los, aber es sind einfach sehr schöne Steine. Wir haben hier sozusagen die Balkanroute nachgebaut. Ja. Und lange hat Radio 1 überlegt, Statisten zu engagieren, die hier einfach die Flüchtlinge nachspielen. Das wurde als geschmacklos identifiziert. Ich hätte das gut gefunden, weil es hätten ja jetzt gar keine Flüchtlinge mehr hier angestellt werden müssen, die hier laufen, weil die Balkanroute ist ja dicht. Deswegen ist es jetzt eigentlich so am angemessensten. Es ist einfach leer, es ist keiner mehr da und hier ist aber die Band schon bereit. Also das ist im Grunde so, wie sich die AfD die Balkanroute vorstellt. Ja? Es ist eine Route, auf der Menschen vorbeikommen, und dann kommt eine Band, die sie begrüßt, damit die Horden junger Männer dann nach Deutschland weiterlaufen, wie Alexander Gauland ja gesagt hat. Horden junger Männer, durchtrainiert, frisch frisiert, die da an den Hauptbahnhöfen aus den Zügen sprangen, war seine Formulierung. Ganz ehrlich, ich habe mir jahrelang vorgenommen, keine Witze über Namen. Ja? Und jetzt kommt einer von dieser Nazi-Partei AfD und heißt Gauland. Was machst du denn da an meiner Stelle? Da bist du doch verloren. Wirklich, ganz ehrlich, im Moment geht es ja drunter und drüber. Also ich muss sagen, ich bin heute wirklich gut drauf, weil ich gestern Abend noch mit Volker Beck zusammen am Nollendorfplatz war. Ich bin...
Also wenn es heute gut wird, dann liegt es an unseren Substanzen, die mir Volker Becker verkauft hat. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwie ist es irgendwie so ein Zeug, irgendwie Kristall oder so. Also auf jeden Fall Zeug, mit dem man sehr lange sehr wach bleibt und vor allem sich wahnsinnig gut konzentrieren kann. Crystal Meth heißt das Zeug. In den Kindertagesstätten in Prenzlauer Berg heißt das Ritalin. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Ritalin ist das Crystal Meth der Kinder. Und ich habe mich ein bisschen informiert. Volker Beck hat mir heute Nacht einiges erzählt. Die meisten Meth-Küchen stehen in Tschechien. Deshalb wird das Zeug auch in Sachsen am häufigsten verdealt. Und zwar dort wiederum häufig von Leuten, die NPD-nah sind. Ist kein Witz. Hier kriegt der Begriff Hitler-Droge erst seine wahre Bedeutung. Ja? Pervertin hieß das ja schon damals und sollte die Soldaten motivieren. Ja? Das war sozusagen die Panzerpraline. So ändern sich die Zeiten. Ne? Von der Panzerpraline zur Pegida-Praline. Das ist die Geschichte von Crystal Meth. Ne? Aber es ist ja so, dass es heute häufig in den europäischen Metropolen benutzt wird. Ne? Für diese, also gerade hier in diesen Metropolen ist Crystal Meth überall auf diesen organisierten, dreckigen, magischen Feten, diese organisierten Treffen, die Tage und Nächte lang dauern und am Ende kommt es nicht zum Höhepunkt, aber zur Depression. Also Crystal Meth ist die Droge, wie gemacht für EU-Gipfel. Ja. Für diese EU-Gipfel, auf denen dann festgestellt wird, hey, jetzt machen wir die Türkei. Jetzt mal zum neuen Land, das wir brauchen. Erdogan hat ja vorgegeben, was jetzt zu tun ist, nämlich er möchte in die EU und er möchte Visafreiheit für seine Bürger. Und die Kanzlerin hat gesagt, machen wir es. Ja. Wie sie das immer so sagt, wenn sie nicht weiter weiß. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt müssen wir mal. Ne? Und man weiß nicht, wer ist mächtiger. Ne? Im Grunde wird jetzt die Politik, die sie nie wollte, wird jetzt umgesetzt. Von der Türkei an der griechisch-mazedonischen Grenze. Und sie kann sagen, also jetzt kann man mal, ist also nicht so, wie ich es wollte, aber es ist schon, also ist jetzt auch nicht so, da, also wenn man nicht alle Wahlen verlieren, machen wir, ja. Man merkt ja in diesen Tagen, wie sie umfällt. Es ist jetzt das Fukushima-Moment gekommen. Sie fällt nicht so offensiv um, aber es ist nichts mehr mit Willkommenskultur und wir schaffen das. Nein, das machen die anderen. Jetzt, wo die Balkanroute dicht ist, machen alle das und sie muss einfach nicht mehr widersprechen. Alle tun das, was eigentlich viele Wähler hoffen, nämlich, dass endlich Schluss ist mit den Flüchtlingen und sie kann da sitzen und sagen, ja, macht ihr das? Ich finde es also in Griechenland, da könnt ihr alle, da gibt es ja Aufnahmelager. Warum sind die da im Regen, Idomen, ich weiß nicht, da sollen die in Griechenland bleiben. Bei Herrn Tsipras, den mag ich sowieso, da haben ein gutes Verhältnis, traditionell, schon immer. Herr Schäuble kommt auch mal vorbei und dann explodiert die Stimmung. Das ist das Denken. Langsam kippt sie, obwohl man lange dachte, sie würde durchhalten. Aber sie merkt, die CDU ist in Gefahr. Guido Wolf in Baden-Württemberg hat keine Chance, auch zu Recht. Er ist ja wirklich eine Witzfigur. Wirklich. Winfried Kretschmann wird es schaffen. Kretschmann ist ein Phänomen, das ist außerhalb von Baden-Württemberg nicht zu verstehen. Deshalb erkläre ich es kurz. Kretschmann hat sozusagen das gemacht, was die CDU mit Merkel gemacht hat. Also Merkel hat ja dafür gesorgt, dass die CDU zu einer scheinbar sozialdemokratischen Partei wurde. Und Kretschmann hat das umgekehrt gemacht. Kretschmann hat die Grünen in Baden-Württemberg schwarz gemacht. Er sagt ja auch selber, unter der grünen Tarnkappe machen wir seit Jahren tief schwarze Politik und Kaisau merkt. Also nicht Baden-Württemberg hat sich geändert. Baden-Württemberg hat nur unter der grünen Tarnkappe einen schwarzen Ministerpräsidenten gekriegt. Und deshalb sagt man in Baden-Württemberg, ha, komm, den kennet man wählen. Aber ich weiß gar nicht genau, in welcher Partei er ist, aber ich, solange alles bleibt, wie es ist, und das macht er, solange kennet man den wählen. Ja. Kretschmann, das ist ja der Mann, bei dem die ganzen Silben wieder zum Vorschein kommen, die der Günther Oettinger über Jahre verschluckt hatte. Und deswegen ist der Mann so beliebt, weil er die Grünen schwarz gemacht hat. Und man hat ja lange befürchtet, es könnte eine Auswirkung geben, dass Volker Beck jetzt erwischt wurde mit Crystal Meth. Aber es ist überhaupt kein Problem. Für Kretschmann kein Problem. Er hat einen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn der Crystal Meth Volker Beck, der harmlose Volker Beck, solche Drogen nimmt, dann frage ich mich, was hat die Claudia Roth jahrzehntelang genommen? Ende der Diskussion. Also wenn Kretschmann Baden-Württemberg weiter regiert, dann müssen wir jetzt nur noch dafür sorgen, dass Julia Klöckner nicht Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz wird. Denn das ist ja wirklich, das ist, muss ich mal sagen, also Julia Klöckner, das ist die Helene Fischer der deutschen Politik.
Wirklich. Dieses ferngesteuerte Wesen, umgeben von Beratern und Strategen, die ihr sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Diese Frau hat noch keine Entscheidung selbst getroffen. Keine. Das ist eine Marionette. Schön abnehmen, schön schlank sein, schön eine weibliche Frisur, aber nicht zu weiblich. Schön ein bisschen für Flüchtlinge, aber auch ein bisschen dagegen. Das ist wirklich Julia Klöckner. Das ist Angela Merkel minus politisches Interesse. Ja. Das ist eine Maschine. Man hat die hingestellt und gesagt, komm, das ist die nette CDUlerin, wie machen wir sie, am Reißbrett entworfen und jetzt will sie eine Landtagswahl gewinnen. Aber wenn Julia Klöckner Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz wird, dann wäre sie sozusagen der Plan A2 des Kanzleramts. So hieß ja ihr Papier, Plan A2. Da wollte sie ja festlegen, wie die Flüchtlingspolitik der Zukunft aussieht. Das ist auch von nichts etwas, gar nichts. Da ist so ein bisschen Seehofer drin. Ja, wir machen die Grenzen zu, aber nicht ganz. Wir stellen ein paar Zäune auf, aber zwischendurch auch keine. Und dann machen wir wieder einen Zaun und dann wieder keine. Also so ist Julia Klöckner. So ein bisschen von allem. Aber so ein bisschen auch Seehofer, aber ein bisschen mehr Seehofer als Merkel. Aber dann auch wieder nett zu Merkel. Widerlich, wirklich widerlich. Dann lieber das Original. Dann lieber Seehofer, da weißt du einfach, ist und bleibt eine Sau, aber das konsequent. Das ist doch gut. Was hat Seehofer nicht schon alles gesagt? Er möchte jetzt Verfassungsklage erheben. Er hat wieder gesagt, er möchte die ganzen CSU-Minister aus dem Berliner Kabinett abziehen. Und ich denke die ganze Zeit, wann tut er es denn endlich? Ich habe wirklich allein durch einen Dobrindt ist doch die Blödheitsbelastungsgrenze überschritten. Ja? Wann tut er es? Aber im Moment hat er genug zu tun, Söder zu verhindern. Das ist das große Ziel, Söder. Das ist der, den schon Rainer Maria Rilke kannte, als er damals schrieb, wenn du glaubst, es geht nicht blöder, kommt von irgendwo ein Söder. Söder, der schon das Grundrecht auf Asyl abschaffen wollte, der nach den Terroranschlägen von Paris schrieb, Paris Attacks ändert alles. Wir werden keine illegale und unkontrollierte Zuwanderung zulassen. Und damit saß er tatsächlich in einem Boot mit Alexander Gauland von der AfD, der über die Horden junger Männer sprach, frisch frisiert, durchtrainiert, die da an den Hauptbahnhöfen aus den Zügen sprangen. Und ich dachte, Moment, Horden junger Männer, frisch frisiert, durchtrainiert, so viele Mitglieder hat die FDP doch gar nicht mehr. Aber er meinte Flüchtlinge. Klar, natürlich, ja, so stellen wir ihn uns vor, den durchschnittlichen Flüchtling. Warum kommt er zu uns über die Balkanroute? Damit er mal wieder zum Friseur geht, ins Fitnessstudio, damit er in den Hugo Boss Store geht. Natürlich, klar, so kommt er hier an. Ja. Und dann heißt es, naja, aber das ist die AfD und das ist nicht die CSU. Doch, ich sage, zwischen AfD und CSU ist mittlerweile deutlich weniger als eine Armlänge Abstand. Ja. Ich habe mich wirklich selten dazu hinreißen lassen, Wahltipps zu geben. Wir sind ja in Berlin-Brandenburg, da kann man das machen. Ich bin die Tage in Halle aufgetreten, wirklich. Und ich bin in Dresden aufgetreten vor ein paar Tagen. Und es sind nette Menschen da, wirklich. Die sind nicht alle so, no, komm hier, so, Pegida. Nein, es sind nette Menschen da. Wir dürfen sie nicht verurteilen, aber wenn wir heute Zuschauer, Zuhörer haben in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, dann sage ich, ich fordere auf, boykottiert die AfD. Das ist ein gefährlicher, menschenverachtender Verein. Ein Scheißverein. Boykottiert sie. Ja, wirklich. Ein für alle Mal. Ich habe gelesen, die AfD möchte dafür sorgen in Zukunft, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also das, was sie Lügenpresse nennt, in Zukunft zu 100% von Steuern finanziert wird und damit zum Staatsorgan wird. Das, was sie jetzt verachten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk angeblich nur Politik im Sinne von Angela Merkel macht, nur Berichterstattung im Sinne der Merkel-Propaganda macht, das wollen sie auf die Spitze treiben. Mit der AfD kommen die polnischen Verhältnisse. Deshalb Finger weg. Und bitte sage keiner, der sie heute wählt, er habe von nichts gewusst. Die Scheiße wird kommen. Und zwar schlimmer, als wir glauben. Und natürlich freuen sich viele, wenn die AfD sagt, ja, da kommen jetzt unter den Flüchtlingen nur Terroristen. Aber es ist einfach falsch. Es kommen nicht die zukünftigen Terroristen als Flüchtlinge. Es kommen die Opfer der Täter, vor denen uns die Gaulands und Söders Angst machen wollen. Und ich bin der festen Überzeugung, die Flüchtlinge, die kommen, das sind nicht alles Heilige. Da sind ganz tolle Menschen drunter, hervorragende Menschen. Aber da sind auch Arschlöcher drunter.
Vollidioten. Und damit haben sie wahnsinnig viel gemeinsam mit uns Deutschen. Dankeschön. Florian Schröder. Vom 15. bis 17. April ist er in den Wühlmäusen zu sehen mit seinem Programm Entscheidet euch. Noch gibt's Tickets und er ist ja in einer Dreiviertelstunde hier wieder zu hören. Und hier sind jetzt unsere Kommentatoren, die wir diesmal angesichts der Überschrift Schiebt Deutschland Merkel ab gefragt haben, wen oder was würden Sie denn gerne abschieben? Es haben jetzt nicht alle geantwortet, aber einige zumindest der Kommentatoren. Also zum Beispiel die Frau, die politische Korrespondentin der Taz ist und in letzter Zeit von einer scharfen Merkel-Kritikerin zu einer zumindest ja ab und zu Merkel-Sympathisantin geworden ist. Sie sagt, ich hab's einfach nicht so mit dem Abschieben. Eher würde ich über die eigene Auswanderung nachdenken, was ich derzeit auch nicht tue, aber ich finde es ein großes Geschenk, dass ich es mit meinem wunderbaren Pass problemlos tun könnte. Schwierig finde ich, dass viele meiner Landsleute das nicht für ein unverdientes Glück, sondern für ein Geburtsrecht zu halten scheinen. Hier ist für Sie Bettina Gauss. Die zweite Frau in der Runde lebt seit 35 Jahren in Berlin, ist Fan der komischen Oper und der Schaubühne, ist leidenschaftliche Joggerin und Radfahrerin und immer mittwochs im schönen Morgen auf Radio 1 mit ihrem Kommentar zu hören. Auf die Frage, wen oder was würden Sie gerne abschieben, hat sie ganz kurz und knapp geantwortet, den Winter und die Verzagtheit im Land. Hier ist für Sie die Chefredakteurin der Berliner Zeitung, Brigitte Fährle. Der dritte im Bunde ist immer Dienstag früh auf Radio 1 mit seinem Kommentar zu hören. Er ist Chefredakteur des Tagesspiegels und Sympathisant von Hertha BSC, aber Fan des 1. FC Köln und hat damit an diesem Wochenende 2x2:0 gewonnen. Er sagt auf die Frage, wen oder was er gerne abschieben würde, mit Abschieben habe ich nichts am Hut. Als Fahrer eines 50 Jahre alten MGs habe ich es eher mit Anschieben und Abschleppen. Hier ist für Sie Lorenz Marold. Der vierte Gast war bei der Bild-Zeitung, ging dann zum Spiegel. Jetzt ist er wieder bei der Bild als stellvertretender Chefredakteur. Beim nächsten Radio 1 Kommentatoren-Talk ist er wahrscheinlich wieder beim Spiegel. Er schrieb über die heutigen Wahlen, wenn es der AfD gelingt, Wähler neu zu mobilisieren, dann dürfen die, die den anderen Parteien zuneigen, am Sonntag nicht sesselfaul zu Hause bleiben. Ihr Applaus für Nikolaus Blome. Und jetzt kommen wir zum Neuen, den ich schon angekündigt habe. Er ist das Küken in der Runde, also der Jüngste. Er war unter anderem US-Korrespondent des Spiegel in Washington DC. Er hat schon 2 Romane geschrieben, unfassbar, mit politischen Inhalten, aber auch berührenden Liebesgeschichten tatsächlich. Hauptberuflich ist er Leiter des Meinungsressorts des Spiegel. Wen oder was will er abschieben? Er sagt, abschieben will ich schon lange den VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Am besten nach Russland oder in die Arabischen Emirate, wo es üblich ist, dass gelangweilte Milliardäre oder Konzerne Fußballclubs ohne Seele allein aus Image- und Marketinggründen unterhalten. Hier ist Markus Feldenkirchen. Mein Vorschlag ist, wir reden im zweiten Teil über den Wahlkampf, die AfD und welche Konsequenzen die Ergebnisse heute Abend haben werden. Im ersten Teil über die europäische und deutsche Flüchtlingspolitik, über den Streit der Parteien und in den Parteien darüber. Dazu ein paar Politiker-Aussagen der vergangenen Wochen. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. Achten Sie mal darauf, wie man den Namen Viktor Orban noch aussprechen kann. Also erstmal ist es gut, dass wir auf dem Weg zur europäischen Lösung sind. Es gab ja welche, die daran gezweifelt haben. Und dafür hat Viktor Orban Unterstützung und nicht Kritik verdient. Wo man die braune Soße seit der deutschen Einheit nahezu ungehindert wabern lässt, dort muss sich niemand wundern, dass dort eben eine Art Dunkeldeutschland entstanden ist. Frau Merkel, ich fordere Sie auf, schicken Sie die CSU in Ihr Herkunftsland zurück. Auch Horst Seehofer sagt, ich wünsche dir Erfolg auf diesem Weg. Leider glauben so viele nicht dran. Und ja, auch nicht.
Na, nicht so wie ich. Ich hätte mir gewünscht, dass von diesem Gipfel ein klareres Signal hinsichtlich der Balkanroute abgesetzt wird, nämlich dass die Balkanroute geschlossen ist. Gleichwohl, und das habe ich ja angedeutet und mein kollegischer Kollege auch angedeutet, dass nichts angezündet wurde. Ja. Der Kanzlerin mitteilen. Wir haben das ordentlich gemacht. Ja, da hatten wir gerade Horst Seehofer. Frau Gauss, man kann ja Horst Seehofer gut finden oder nicht. Ich tippe Sie eher nicht. Aber macht er denn aus seiner bayerischen und CSU-Sicht denn zumindest einiges richtig? Nein, ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, es wird sich rächen. Es gilt allerdings in der Tat nicht nur für Seehofer. Also ich finde es einen vollkommen aberwitzigen Versuch, Leute, die wahrscheinlich zum großen Teil auch richtig gegen das System sind, die Ressentiment geladen sind, dadurch ins Boot zu holen, ins Boot zurückzuholen, dass man ihnen signalisiert, ihr habt ja ganz recht. Und wir ändern unsere Politik jetzt so, wie die bisherigen Außenseiter der AfD das auch machen. Ich glaube, dass sich das bitter rächen wird. Ich glaube, der wird Koalitionsprobleme kriegen. Das heißt? Er wird sich einen Partner suchen müssen. Bin gespannt. Jetzt mal eine kurze Umfrage. Rufen Sie bitte weil nur Handhochzeichen funktioniert im Radio nicht. Also, wer von Ihnen glaubt denn an eine europäische Lösung der Flüchtlingsfrage? Also in dem Sinne, dass zum Beispiel auch Ungarn und Polen eine große Zahl von Flüchtlingen aufnehmen. Bitte mal ich rufen. Das waren 7, glaube ich. So, schnell durchgezählt. Frau Ferle, warum redet Angela Merkel trotzdem immer weiter von dieser europäischen Lösung, wenn doch bis auf 7 niemand dran glaubt? Das ist ja keine Frage des Glaubens, sondern eine Frage dessen, ob es richtig ist und ob es eine Alternative dafür gibt. Und Angela Merkel redet da deshalb davon, weil sie weiß, dass es keine andere Möglichkeit gibt, die Flüchtlingssituation dauerhaft und verträglich zu lösen, außer dass andere europäische Länder bereit sind, auch Flüchtlinge aufzunehmen. Und das heißt ja, also man kann ja jetzt schlechterdings nicht von ihr erwarten, dass sie ihre Position gegen ihre Überzeugung ändert, nur weil alle anderen nicht mitmachen. Ja, aber sie braucht ja alle anderen. Also ich ja. das ist total sympathisch, was Sie sagen. Es kann ja auch sein, sie scheitert. Es kann ja auch sein, wir werden eine Situation erleben, dass Angela Merkel sagen muss, meine Vorstellung ist gescheitert und gleichwohl nicht sagt, wir hätten was anderes tun sollen. Weil das, was jetzt im Moment Ungarn macht oder die anderen Länder, die ihre Grenzen zumachen, die scheitern ja auch. Also die Menschen werden vielleicht jetzt wegbleiben, aber die Probleme, warum sie kommen, sind doch dieselben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist doch, fühlen wir uns für die Probleme der Länder, aus denen diese Menschen zu uns fliehen, zuständig? Haben wir damit was zu tun? Oder sehen wir nur die Menschen an den Grenzen? Und ich würde sagen, und ich glaube, dass auch Angela Merkel das so sieht, dass wir für die Probleme in Syrien, im Irak, in Afghanistan, in Afrika, da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen in letzter Zeit, dass wir dafür auch zuständig sind. Also unser Reichtum, das sind ja Binsenweisheiten, die brauche ich hier gar nicht sagen. Unser Reichtum hängt davon ab, unsere Sicherheit hängt davon ab und so weiter. Ja, ich dachte auch, Sie bekommen dafür Applaus, aber es hilft ja trotzdem nichts. Dafür gibt es ja, also ich meine, das ist ja, ja. Jetzt haben Sie nochmal die Pressesprecherin von Angela Merkel gegeben und nochmal begründet, warum sie das so sieht. Aber ich glaube, wenn Sie der Viktor Orban hört, der wird trotzdem nicht zustimmen. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass sie irgendwann mal eingestehen muss, mein Weg ist gescheitert, obwohl er richtig wäre. Von dem richtigen Weg überzeugt zu sein, heißt ja nicht, dass man von dem Erfolg dieses Weges gleichzeitig überzeugt ist, wenn man andere dafür braucht. Und sie braucht die. Und sie hört nicht auf, darum zu werben. Und das finde ich gut. Naja. Oh, naja. Frau Gauss. Naja, es ist ja schon eine ganze Menge passiert. Und faktisch, ungeachtet dessen jetzt, ob Angela Merkel das gut und richtig findet oder nicht, aber die Balkanroute ist faktisch geschlossen. Es kommen sehr viel weniger Flüchtlinge als vorher. Wir sind mit der demokratischen, die Menschenrechte stets achtenden Regierung der Türkei auf gutem Weg, dass die uns das Problem lösen. Also insofern, ganz so ist es ja nun auch nicht, dass Angela Merkel ihre Linie unbeirrt weiter versucht durchzuhalten, sondern zum Teil lässt sie halt auch europäische Partner genau das machen, was sie wahrscheinlich wirklich nicht machen will, aber was natürlich sie auch entlastet, wenn es passiert. Und ich meine, eins muss man auch sagen, ich finde Viktor Orban, richtig ausgesprochen, wirklich unerträglich und die polnische Regierung auch. Aber ich meine, da komme ich mir jetzt nachträglich ein bisschen besserwisserisch vor, weil hinterher weiß man es immer. Aber
Angela Merkel hat natürlich auch Fehler gemacht, also im Blick auf Europa. Ich meine, dass sie gar nicht mit der Kommission geredet hat, dass sie sich überhaupt nicht im Vorfeld abgesprochen hat, bevor sie Dublin praktisch aufgekündigt hat. Da verstehe ich auch, ich meine, Polen und Ungarn, da habe ich wenig Hoffnung. Aber dass die Franzosen Angela Merkel jetzt so im Regen stehen lassen, könnte auch was damit zu tun haben. Sich den Videostream anzugucken, lohnt sich allein schon deswegen, weil man dann den weisen Blick von Lorenz Marold in die Ferne sieht. Es wirkt wirklich sehr, sehr weise. Wird's diese halt kurzsichtig. kann es diese, ich hänge noch kurz an dieser europäischen Lösung, kann es die geben? Naja, ehrlich gesagt gibt es keine Alternative dazu, glaube ich, weil du hast gerade die Türkei angesprochen. Ja, das Problem ist ja auch ein moralisches Problem, was im Grunde genommen auch einer der, sagen wir so, es gehört zur Basis dieser Europäischen Union, so wie sie sich versteht, was Menschenrechtsfragen betrifft, besser zu sein als andere. So. Aber die Bilder zeigen ja, dass wir es eben nicht sind. Und das ist genau das moralische Dilemma, in dem wir leben. Also wenn wir gleichzeitig zulassen, Flüchtlingslager, in denen also von Menschenrechten nicht mehr viel die Rede sein kann, wo wir es also zulassen, dass sie Seuchen ausbreiten ohne Ende und sich quasi die staatlichen Organisationen darauf verlassen, dass es Ehrenamtliche und NGOs gibt, die dort irgendwie für sie in die Bresche springen. Solange haben wir diesen Widerspruch, der sich nicht dadurch auflösen lässt, dass wir einfach sagen, wir versuchen uns irgendwie da durchzuwursteln. Die Wahrheit ist ja eigentlich, dass das, was Merkel im vergangenen Sommer in einem scheinemotionalen Ausbruch getan hat, wir schaffen das, kommt alle zu uns, wir lösen diese Situation auf, die ja schon mit diesen schlimmen Bildern verbunden war, von einem extrem schlechten Gewissen getragen. Ich will es zumindest hoffen, weil die Flüchtlingskrise, die währt seit vielen, vielen Jahren und wir haben sie immer nur ganz selten mal an uns herangelassen, wenn tatsächlich wieder einer von diesen Kähnen gekentert ist und mal wieder ein paar hundert Menschen ersoffen sind, ja, vor der Festung Europa. Das Problem gibt es schon viel, viel länger und Frau Merkel hat viel zu lange, nicht nur sie als Kanzlerin, auch andere, viel zu lange so getan, als gäbe es dieses Problem nicht. Dass es mit so einer großen Gewalt auf uns zukommt, zeigt eben auch, dass viel zu lange nichts getan wurde oder zu wenig getan wurde und dass wir dieses moralische Dilemma nicht auflösen, indem wir jetzt wieder so tun, als könnten wir diese Festung wieder neu aufziehen. Habe ich nur nicht genau zugehört oder habe ich die Frage, ob es eine europäische Lösung geben wird, nicht beantwortet bekommen? Ich kann die ganz klar beantworten und dachte, das wäre auch klar gewesen. Entweder es gibt diese europäische Lösung oder es gibt dieses Europa nicht mehr. Das geht an Markus Feldenkirchen. Bei Spiegel Online wurde, wenn auch nicht von Ihnen persönlich, Merkel jetzt als die Umfallerin tituliert. Noch im Sommer 2015 hatte sie die in Budapest, hat Herr Marold ja auch gerade angesprochen, gestrandeten Menschen nach Deutschland kommen lassen. Nun, da wir viel furchtbare Bilder aus Idomeni sehen, sagt sie recht kühl, so steht es da, es gibt Übernachtungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten in Griechenland. Abgesehen davon, dass es auch Aufenthalts- und Übernachtungsmöglichkeiten in Budapest gegeben hätte, hat sie eine 180-Grad-Wende hingelegt? Ist Merkel eine Umfallerin, wie es der Kollege von Ihnen beim Spiegel schreibt? Sie haben die Parallelität genau richtig angesprochen. Die Bilder, die sie damals Ende August, Anfang September rund um Budapest verhindern wollte, die haben wir jetzt in Griechenland, in Idomeni. Das ist bildlich wirklich der Beleg dafür, dass ihre Strategie gescheitert ist. Ich würde es trotzdem nicht Umfallerin nennen, sondern einfach schlecht gemachte Politik. Aus einem richtigen Antrieb hinaus, aus einem menschlichen, humanitären Antrieb heraus, hat sie einige Fehler gemacht, die sie in all den Jahren vorher eigentlich nicht gemacht habe und wo ich selber sehr erstaunt drüber bin. Ich glaube, wir haben uns alle, ich persönlich auch, so ein bisschen hinwegtragen lassen in den letzten Monaten, die zumindest helfen wollten, die auch davon ausgehen, dass Migration kein temporäres Problem ist, sondern ein langfristiges. Eine gewisse Begeisterung da, dass Angela Merkel, die Frau, die eigentlich ihre ganze Karriere damit aufgefallen ist, keine Haltung zu haben, der alles im Prinzip egal war, Atomkraftwerke, ob sie jetzt schnell abgeschaltet werden, lange laufen oder dann sogar noch schneller, sodass selbst Rot-Grün irgendwie die Ohren geschlackert haben. Das war bei ihr alles flexibel. In der Flüchtlingsfrage schien sie eine Haltung zu haben, während es vorher immer so schien, als sei die einzige Haltung, die sie hätte, eine für ihre Hände. Und ich glaube, das hat doch viele begeistert, aber
was wir dieser Tage erleben, wie gesagt, sinnbildlich in diesen Zäunen Idomeni beziehungsweise die Situation damals am Bahnhof von Ungarn, ist das Eingeständnis des Scheiterns ihrer Strategie? Und wenn Frau Ferle sagt, irgendwann muss sie das mal sagen, ich finde, vor 2 Wochen wäre spätestens der Zeitpunkt gewesen zu sagen, ich habe es zwar gut gemeint, aber hier sind einige Fehler gewesen und deshalb haben wir jetzt die Situation, wie sie ist. Nikolaus Blume, sind Sie gerade gegen Ihr Mikrofon gestoßen? Ich habe mal eine Frage dazu. Ja, Herr Blume, was sagst du? Wir haben die Situation, wie sie jetzt ist, weil Angela Merkel gesagt hat, Flüchtlinge können kommen. Habe ich es richtig verstanden? Nein, überhaupt nicht. Okay. Aber sie hat... Das nicht, wir haben es ja eben angesprochen, sie hat es nicht in eine kluge europäische Krisendiplomatie, wie sie es in anderen Krisensituationen ihrer Kanzlerschaft hinbekommen hat, eingebettet. Und jetzt ist der Nikolaus, jetzt ist der Nikolaus Blume wirklich mal dran. Haben Sie eben gestöhnt oder sind Sie nur gegen Ihr Mikrofon gestoßen bei der Rede von Herrn Feldenkirchen? Kurz bevor ich mich vorne langlege. Ich finde, ich bin jetzt auch kein bekennender Fan von Sigmar Gabriel, aber der hat einen schönen Satz gesagt, genau auf die Frage, was der Unterschied ist zwischen den Bildern Budapest und den Bildern Idomeni und der jeweiligen Lage, sagt er, man kann etwas einmal tun, eine Geste wie die von Budapest, die Leute hereinzulassen, die im Übrigen, anders als in Idomeni, schon auf dem Weg waren und die wären als letztes dann an den deutschen Zaun bzw. an die Passauer Grenze gestoßen. Also man kann das einmal machen, man muss aber zur Kenntnis nehmen, dass das nichts in der Europäischen Union ausgelöst hat an Solidarität bzw. ähnlichem Denken. Und das kann man jetzt Angela Merkel vorwerfen und sagen, du hast es nicht geschafft, mit Herrn Orban eine Lösung hinzukriegen. Das kann aber auch an Herrn Orban liegen. Es kann auch daran liegen, dass sich jemand hinstellt und sagt, ich nehme ganz gerne die 4 Milliarden netto aus der EU-Kasse oder die Polen nehmen ganz gerne schon die 13 Milliarden netto aus der EU-Kasse, aber einen Muslim nehmen wir nicht. Und wer ist dann... Wer ist dann eigentlich der Sack in dem Spiel? Und wer hat sich verkalkuliert, beziehungsweise wer verhindert die europäische Lösung? Ist das die Frau, die es mit geschickten oder nicht ganz so geschickten Mitteln versucht, vielleicht auch nicht rechtzeitig vorabgesprochen hat, kann schon alles sein. Oder sind es die, die sagen, wir haben eine andere, ganz, ganz andere Vorstellung von Europa und die bedeutet, wir wollen ein Nationalstaat sein und immer wenn es uns passt, machen wir mit und wenn es ein bisschen was kostet, bleiben wir draußen. Also da scheint mir doch eher das Problem zu liegen. Und ich glaube, der Satz, Kollegen, für uns waren auch in Idomeni und drumherum sind schon eine Reihe von Lagern, in denen es zumindest nicht das Wasser bis zum Knie steht, wie in Idomeni selber und der Schlamm, sondern wo es schon Zelte gibt, die etwas besser ausgestattet sind, wo auch Ärzte sind, wo auch fließend warmes Wasser ist, etc., etc. Man kann die Menschen vor dem Zaun verstehen, dass sie darauf hoffen und alles riskieren, dass er vielleicht doch noch mal für eine Sekunde aufgeht und sie weiter auf der Balkanroute gen Norden ziehen können, wie das den ganzen Sommer und den Herbst der Fall war. Aber wenn es nun gar nicht geht, dann könnte man auch sagen, bis das in irgendeiner Form versucht wird zu klären, geht bitte in die Lager, wo ihr wenigstens nicht erfriert, beziehungsweise eure Kinder nicht an Lungenentzündung sterben. Und das wird das Nächste sein, was da passiert. Insofern sind es schon zwei, wie ich finde, sehr unterschiedliche Momente. Und vielleicht bauen solche Bilder den Druck auf, schlimm genug, dass es so weit kommen muss, den es braucht, um besagte europäische Lösungen, nicht mit allen 28, aber mit den Gutwilligen wenigstens hinzukriegen. Ist da jemand optimistisch hier in der Runde? Ich glaube, es bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als optimistisch zu sein. Also ich glaube wirklich, entweder wir schaffen das oder es wird der Satz stimmen, den Lorenz Marold vorhin gesagt hat, dieses Europa, wie wir es die letzten 50 Jahre gebaut haben, uns gewünscht haben, von dem wir glaubten, dass es eine innere Liberalität und Freiheit und immer mehr Demokratie bringt, dieses Europa wird es dann nicht mehr geben. Vielleicht wird das so sein. Das ist dann eine ganz, ganz bittere Niederlage, die uns alle treffen wird und die auch alle Mitgliedstaaten dann treffen wird. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen. Aber ich glaube, bis zum Beweis des absolut schlussgültigen Gegenteils glaube ich dran, dass sich noch was bewegen wird in Europa. Und es ist natürlich zynisch zu sagen, vielleicht tragen diese Bilder dazu bei. Aber vielleicht wird es tatsächlich so sein. Ich wollte noch mal an einem Punkt noch mal was sagen, weil ich ja auch sehr positiv über das rede, was Merkel im Moment tut. Das heißt natürlich nicht, dass ich habe Sie mit der Pressesprecherin getroffen, oder? Nein, ja, nee. Nö, ach, da bin ich für, bin da komplett unempfindlich. Ja, Sie sind es ja auch. Also. Aber die Zahlen.
Aber ich kann nicht allein davon leben. Ich mache jetzt mal eine andere Pressesprecherin. Welche dürfen Sie sich dann aussuchen? Also natürlich sind massiv Fehler gemacht worden in den letzten Jahren. Also zum Beispiel, dass man die Flüchtlingslager in Jordanien und im Libanon und so weiter, auch die in der Türkei, nicht wirklich unterstützt. Dass bis heute das Geld dorthin nicht fließt. Dass man nichts dafür tut, dass die Leute in der Nähe ihrer Herkunftsländer warten können, bis der Krieg vorbei ist. Dass dort eine Perspektive für ihre Kinder entsteht. Das ist natürlich ein weltweiter himmelschreiender Skandal, an dem wir in Europa und auch Deutschland mit schuld sind. Jetzt hatte Bettina Gauss, ja, Herr Blome. Eine kleine Ergänzung, nur so, um es plastisch zu machen. Ich glaube, Brigitte Ferler hat vollkommen recht, also wir treten dann gemeinsam als Pressesprecher auf. Die Bundesregierung hat ganz Anfang des Jahres 2015 zugelassen, beziehungsweise auch aktiv mitgemacht, die Nahrungsmittelhilfe für die Lager vor Ort in Jordanien und Libanon insbesondere zu kürzen. Ich glaube, man hat 20 Millionen Euro dabei gespart oder glaubte, das sparen zu können. Daraufhin sanken die Rationen dort unter das Niveau, von dem man physisch leben kann. Und dann sagten sie, Leute, dann können wir es auch übers Wasser probieren. Ob wir hier verhungern oder auf dem Mittelmeer bzw. in der Ägäis ertrinken, das macht dann unterm Strich auch keinen Unterschied mehr. Und für diese 20 Millionen, den Typen würde ich ehrlich gesagt gerne noch mal kennenlernen, der das gemacht hat. Und Bettina Gauss hat das schon angesprochen. Jetzt lässt sich Merkel und halb Europa mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ein, dem Gewaltenteilung und Pressefreiheit jetzt nicht so wichtig zu sein scheint. Also er stellt kritische Zeitungen unter Aufsicht, er droht Gerichten. Aber das ist alternativlos, weil nur die Türkei, um es böse zu formulieren, uns die Flüchtlinge vom Hals halten kann, Lorenz Marold? Na, alternativlos ist es vielleicht nicht, aber es ist zumindest mehr als ein Versuch wert. Also über die Türkei führt die Route. Die Türkei ist, so schwierig sie, was die Menschenrechte betrifft, auch ist, auf einem anderen Status als viele andere Länder, mit denen wir auch Beziehungen pflegen. Ja? Und ich unterstreiche das Wort pflegen, und da sind durchaus, auch was die Wirtschaftsbeziehungen betrifft, unter Führung des eben gelobten Wirtschaftsministers, durchaus auch Schurkenstaaten dabei, mit denen wir sonst keine Probleme haben, Geschäfte zu machen, wenn es um Geschäfte geht. Wenn es hier um Menschenleben geht, finde ich nicht, dass man das außer Acht lassen darf, was die Situation in der Türkei betrifft. Aber es sollte uns auch gerade angesichts der Situation, die wir selber mit verursacht haben oder zumindest nicht unterbinden, nicht das oberste Kriterium sein bei den Verhandlungen, wie wir die Krise lösen können. Insofern finde ich die Gespräche, so wie sie geführt werden, im Großen und Ganzen völlig in Ordnung. Bettina Gauss. Ich finde sie nicht völlig in Ordnung. Ich finde, dass man es nicht außer Acht lassen kann. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass die türkische Regierung die Pressefreiheit auf eine Weise unterdrückt und wir da Bilder sehen, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Es ist auch ein Unterschied. Ich bin in sehr vielen Fällen der Meinung, wir sollten nicht augenzwinkernd Geschäfte mit, wie du gesagt hast, Schurkenstaaten machen. Und ich finde auch die Tatsache, dass von Waffenexport in Krisenregionen, das Verbot von Waffenexport in Krisenregionen schon lange nicht mehr die Rede ist, sondern wir überall hin Waffen liefern, halte ich alles für falsch. Aber es ist in der Tat nochmal ein Unterschied, ob ich das für falsch halte oder ob ich jetzt eine kalte Abschiebung mache durch NATO-Schiffe, die Leute zurückdrängen sollen, die nach Griechenland wollen, und zurückdrängen in die Türkei. Und die Türkei unterdrückt nicht nur die Pressefreiheit, die Türkei ist nicht nur ein in weiten Teilen undemokratischer Staat, sondern sie führt im Moment auch noch Krieg. Sie führt Krieg in den Kurdengebieten. Dieses können wir doch nicht einfach ignorieren. Und ich meine, Deutschland gehört zu den ganz vielen Staaten, die die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet haben. Die scheint mir das Papier nicht mehr wert zu sein, auf dem sie steht. Also, und das finde ich erbärmlich. Also reden wir dann besser nicht mit der Türkei über die Flüchtlingsfrage? Ja, doch, natürlich reden schon. Aber die Konditionen, die gesetzt werden, ihr behaltet die Flüchtlinge, und dann, man muss sich doch auch eine Verlogenheit mal vor Augen führen. Dieses Gerede, dann schaffen wir eine kontrollierte Einwanderung, die Leute werden dann eingeflogen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Grundrechenarten genügen. Pro Flugzeug 200 Passagiere. Letztes Mal hatten wir 1 Million, ja? Letztes Jahr. 200 Passagiere, 10 Flugzeuge 2000 Leute, 100 Flugzeuge 20.000 Leute, 1000 Flugzeuge 200.000 Leute. Das wäre gerade mal ein Fünftel der Flüchtlingszahl, die letztes Jahr hier angekommen ist. Stellen wir uns vor, dass diese Zahl von
Flugzeugen, die jeden Tag leer abheben und voll mit Flüchtlingen zurückkommen und dabei begeistert von Kamerateams, vor allem der Springer-Nachrichtenmedien, die in den letzten Monaten richtig Stimmung gemacht haben, N24 und so, das hat richtig Freude gemacht, dass das irgendwie funktionieren könnte, es wird nicht funktionieren. Am Schluss werden da 10.000 Flüchtlinge kommen und dann sagt man, ja, das nennen wir kontrollierte Einwanderung, das ist nichts anderes als eine komplette Abschottung, die da stattfindet. Markus Feldenkirchen vom Spiegel wollte was dazu sagen. Das ist das, was, was nach Mallorca und zurückfliegt, oder? Zu den Summe. Eine Million? Aber dagegen haben wir nichts, Herr Blome. Es ist kein Problem. Kein Kamerateam baut sich auf, um zu sagen, ach, da fliegen schon wieder Leute an den Ballermann. Aber was passiert, wenn am Tag, sagen wir, 15 Maschinen mit je 200 Flüchtlingen ankommen in vielleicht sogar drei, in Frankfurt, was da für eine Stimmung entsteht im Land, die werden nicht kommen. Aber Bettina, wir können doch nicht so tun, als wäre die Einwanderung jetzt eine Frage des Transportmittels. Ja. Also, ob Sie unter Umständen schon, weil Flugzeuge, also ich meine, das haben wir doch, es tut mir leid, aber ich habe wirklich ziemlich lange aus Flüchtlingslagern in Afrika berichtet. Das Problem war immer, da habe ich gelernt, wie wenig man mit Flugzeugen rein und raus kriegt. Also es ging da gar nicht primär um Menschen, sondern es ging auch um die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln. Also es ging um Latrinen, die transportiert werden müssen, um Zelte, die transportiert werden müssen. Und wenn man wirklich nur per Flugzeug versucht, was aufzubauen, dann kommt da nichts rüber. Und ich finde wirklich deswegen dieses Gerede von, wir fliegen die ein, dann kontrollierte Flüchtlingsströme, finde ich nur verlogen. Ich glaube, das ist ein Detail dieser Debatte. Mhm. Deswegen habe ich auch gesagt, grundsätzlich finde ich es richtig zu sprechen mit der Türkei, um Lösungen zu finden. Über Details kann man mit Sicherheit streiten. Markus Feldenkirchen vom Spiegel lernt gerade, dass man hier schwer zu Wort kommt. Naja, diese verkehrspolitische Debatte fand ich natürlich auch sehr interessant, aber den moralisch heiklen Aspekt, den Frau Gauss aufgeworfen hatte, am Beispiel der Türkei, das ist, glaube ich, eins der großen Dilemmata unserer Zeit. Natürlich Halbdemokraten, Autokraten, regelrechte Schurken, die lieben Momente wie diese, wo wir von ihnen etwas wollen, wo wir aus kühler Interessenpolitik sagen, Mist, jetzt brauchen wir doch die Türkei dafür, wo wir sie jahrelang so behandelt haben, als bräuchten wir sie eigentlich nicht. Wir wollen die Ursache des Ganzen, vor allem die Syrien-Krise gerne lösen. Wen brauchen wir dafür? Leute wie die Saudis. Und das bringt uns natürlich in Situationen, die eigentlich für einen überzeugten Demokraten schwer erträglich sind, wenn zum Beispiel der deutsche Außenminister vor ein paar Wochen nach Saudi-Arabien fährt, diesem kulturlosesten Land von allen, um dort an einem Kulturfestival teilzunehmen. Da ist natürlich, also bei diesen Kopf-ab-Saudis, da hat man wirklich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Und wenn in diesen Tagen Horst Seehofer zusammen mit seinem neuen alten Freund Edmund Stoiber quasi wie Matthias Rust auf dem Kreml landet, um dort Wladimir Putin zu hofieren. Das ist, Sie waren ja auch neulich da. Rust war auch. Das ist schwer erträglich und ich glaube, hier ist es bei jedem Spitzenpolitiker, der hat die Verantwortung zu sehen, wo geht es zu weit im Falle Saudi-Arabien und dieser PR-Termin von Stoiber und Seehofer, da ging es mir persönlich viel zu weit. Herr Blume, muss man dann aber einfach in so einer Situation pragmatisch sein oder nicht? Ich habe den Eindruck, das ist die Diskussion, die hier gerade läuft. Wie pragmatisch muss man sein? Und zum Beispiel auch, ich hatte den Eindruck, dass die Türkei in die EU kommt. Das Thema ist irgendwie erledigt über die letzten Jahre. Jetzt ist es wieder relativ weit oben auf der Tagesordnung, weil die Türkei halt einen Pfund hat, mit dem sie wuchern kann. Also als Prognose würde ich wagen, dass die Türkei niemals in die EU kommt, weil in der EU dann mehrere Volksabstimmungen stattfinden müssten, nicht in Deutschland, aber in Frankreich und in Dänemark. Und darüber würde es niemals funktionieren. Aber das ist ja eine sehr langfristige Prognose. Ich glaube, natürlich muss man mit diesen Leuten reden. Man braucht übrigens für den Krieg in Syrien auch die Russen, auch Wladimir Putin. Ich verteidige jetzt nicht dieses Umarmen von Herrn Stoiber und Herrn Seehofer mit Putin. Das war wirklich eins zu viel und völlig unnötig. Aber es ist andersrum auch nicht so, dass Herr Erdogan die Türkei gar nicht braucht, sondern er braucht sie. Die EU. Brauchen wir eigentlich Radio hierfür? Nein, also er braucht die
EU natürlich auch, um sein Land zu modernisieren. Er sitzt auf einem wirklich sehr, sehr schwankenden Land. Er hat es nicht besonders klug angefangen, jetzt innenpolitisch so viel Repression zu erzeugen, dass ihm nachher womöglich der Deckel von diesem Kessel wegfliegt. Aber wenn wir ehrlich sind, und ich bin bestimmt kein Freund von Erdogan, wenn wir ehrlich sind, erinnert mich der Satz, der schafft gerade so Teil der Pressefreiheit ab und mit seinen Gerichten bzw. der Gewaltenteilung hat er auch ein erhebliches Problem. Da hätte ich jetzt als Erster gesagt, oh, das stimmt, das ist in Ungarn auch der Fall. Es ist in Polen sind sie dabei, die Gewaltenteilung abzuschaffen. Die Schweiz hätte sie fast auch weggestimmt vor kurzem und hat es mit einer ganz knappen Mehrheit verhindert, als es um die verschärfte Abschieberegelung da ging. Also das scheint mir dieses leicht autoritär angehauchte, kommen wir auch im zweiten Teil vielleicht nochmal drauf, das scheint mir derzeit eine Mode zu sein, die schlimm genug ist und der man entgegentreten muss, aber mit der man jetzt auch pragmatisch oder praktisch umgehen muss. Das mit diesen Leuten gar nicht mehr zu reden, heißt, man kann mit einem guten Teil der EU nicht mehr reden und der Türkei nicht mehr reden, das geht einfach nicht. Wer hat denn eigentlich gesagt, dass man nicht reden soll? Das hatte ich eben so verstanden, nee, das als Widerspruch zu Lorenz Marold, der, nein, der Widerspruch zu Recht sagte, man wird mit diesen Schurken zum Teil ein Common finden müssen. Und ich glaube, es ist immer noch besser, syrische Kriegsflüchtlinge in der Nähe von Syrien unter menschenwürdigen Umständen in einem Flüchtlingslager zu versammeln, als sie über die gesamte Balkanroute zu schicken und sie im Schlamm von Idomeni im Moment wohnen zu lassen. Also um es nochmal sehr deutlich zu sagen, ich habe natürlich nichts dagegen gesagt, mit der türkischen Regierung zu reden. Das wäre hochgradig albern. Der Widerspruch gegen Lorenz Marold ging dahin zu sagen, man kommt nicht dran vorbei, so unerfreulich die türkische Regierung in Details auch ist, eben dass sie uns einen Teil des Flüchtlingsproblems abnimmt. So hast du es nicht formuliert, aber darauf lief es letztlich raus. Und das in der Tat sehe ich anders und da bezog ich mich auch darauf zu sagen, Leute, die versuchen, übers Wasser nach Griechenland zu kommen, was ja schrecklich genug ist, weil ja in der Tat sehr viele da ertrinken, die durch NATO-Kräfte zurückzubringen in die Türkei, finde ich eine hochproblematische Geschichte. Darf ich da was Brigitte zu sagen? Fährle von der Berliner Zeitung. Wir sind in Deutschland ja ganz oft in diesem Grundsatzstreit oder in diesem Grundsatzwiderspruch. Machen wir eigentlich eine politisch-moralische Außenpolitik? Also reden wir nur mit denen, die wir gut finden? Setzen wir uns nur für die Ziele ein, die wir für richtig halten? Oder machen wir eine eher, sagen wir mal, strategisch-taktische Außenpolitik und überlegen uns, wo geht's hin und mit wem muss man zu welchem Zeitpunkt wie reden und welche Geschäfte machen, damit man möglicherweise in Zukunft einen Schritt weiterkommt. Wir neigen immer sehr dazu, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen, weil es geht einem natürlich besser, wenn man politisch-moralisch argumentiert und sagt, mit den Bösen will man nicht zusammenarbeiten. Wir neigen sehr zu dieser Haltung und haben, glaube ich, auch in der jüngsten Geschichte uns entsprechend verhalten. Also wir haben uns in der Ukraine-Frage so verhalten, dass wir gesagt haben, wir unterstützen die Ukraine, weil wir diese Demokratiebewegung unterstützen. Wir haben uns zum Teil im arabischen Frühling so verhalten und wir sehen jetzt, es kommt nicht unbedingt das dabei raus, was wir uns wünschen. Und wenn man sich im Moment Syrien anschaut, dann bin ich wirklich froh, dass wir einen Außenminister haben, der in der Lage ist, über solche moralischen Fragen nicht hinwegzugehen, aber sie sozusagen innerlich zu überwinden und zu sagen, okay, ich setze mich mit all denen an den Tisch, weil es geht nicht anders. Ich rede mit Putin, ich rede mit den Saudis und, weil vielleicht kommen wir einen Schritt vorwärts. Also das ja bitte, Herr Feldenkirchen. Aber das ist doch genau der Unterschied. Niemand verlangt von Frank-Walter Steinmeier, dass er nicht in Wien oder wenn der saudische Außenminister in Berlin zu Besuch ist, mit ihm redet, wie er das all die Jahrzehnte auch gemacht haben. Aber in einer solchen Situation, wo gerade wieder 150 Massenköpfungen stattgefunden haben, dort den Herrschern quasi einen Gefallen zu tun, indem man an einem sogenannten Kulturfestival teilnimmt, das geht wirklich zu weit. Da ist die Frage natürlich, ich bin sehr dankbar, dass so richtig dieser Satz noch nicht gefallen ist, weil der immer fällt, wenn Politiker in der Runde sind, spätestens als zweite Antwort bei der Flüchtlingsfrage, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Ist das, Lorenz Marold, ich will mich jetzt nicht auf diese, ich kenne dieses Kulturfest nicht, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber ist... Fahren Sie nächstes Jahr mal. Gehört das einfach dann dazu, wenn man sagt, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen, dann fahren wir da halt hin und tun da bestimmten Herrschern halt einen Gefallen und eröffnen da ihr Kulturfest. Also es ist uns ja schon bei der letzten Tippi-Runde nicht gelungen, die Fluchtursachen entscheidend zu bekämpfen. Erstaunlich ist ja. Ich fürchte, dass es auch diesmal nicht das Ergebnis dieser Runde sein wird. Natürlich
verbirgt sich hinter diesem Begriff sehr viel mehr als eine Tat, eine Aktion, eine bestimmte Strategie. Wir müssen ja auch sehen, dass das nicht immer dieselben Fluchtursachen sind. Ja, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Fluchtursachen, unmittelbare Kriegsfolgen, wie es in Syrien zu sehen ist, ist was ganz anderes, als wir auch in den vergangenen Jahren gesehen haben. Das heißt, es gibt nicht die eine Antwort darauf, sondern es gibt nur pragmatische Antworten darauf und die müssen wirklich aktuell von der jeweiligen Lage aus gesehen werden. Und ist es pragmatisch, und grundsätzlich, das Musterbeispiel von Niklas Brome war ja eben diese kurzsichtige Entscheidung zu sagen, da drehen wir mal den Hahn ein bisschen runter. Ja, wir haben eigentlich gar nichts davon, wir haben nur die Folgen an der Hacke. Und sag mal so, da wünscht man sich doch in der Tat ein bisschen, ich sag's einfach auch mal so, ein wenig großzügigere Politik. Ja, die einfach nicht immer nur unmittelbar dem eigenen Interesse folgt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen weitsichtig organisiert ist. Auch das lässt sich jetzt mal so leicht sagen und wir müssen es auch nicht umsetzen. Deswegen ist es auch ein bisschen Wohlfall. Aber die Frage nach Fluchtursachen bekämpfen kann man eben auch nicht in so einer Runde mal eben mit einer Antwort klären. Wenn wir kurz zum Abschluss dieser Runde, würde ich gern noch den Blick kurz nach Berlin lenken. Jetzt reißt Brigitte Ferle gleich die Augen auf. Was die Flüchtlinge am Lageso betrifft, sind wir denn da jetzt auf einem guten Weg? Fluchtursachen bekämpfen. Vom Lageso müsste man ja eher wegflüchten, als dorthin. Aber ist es nicht besser geworden? Ja, es ist besser geworden und vor allen Dingen, was ich wirklich empörend finde, um das mal ganz klar zu sagen, ist, wir haben teilweise 1000 Flüchtlinge am Tag gehabt, zu den Zeiten, wo diese Stadt nur aufrechterhalten worden konnte durch den Einsatz von wirklich ganz, ganz vielen Menschen, die alles stehen und liegen gelassen haben und dort geholfen haben. Ja. Und jetzt ist die Zahl, nach fast einem Jahr ist die Zahl der Flüchtlinge auf ungefähr 50 am Tag gesunken und der Senat entblödet sich nicht, sich hinzustellen und zu sagen, wir haben das Problem am Lageso gelöst. Ich finde das einfach empörend. Nikolaus Blome. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, aber das ist der Moment, das berechenbarer Brüller. Man stelle sich vor, man kann viel über die Bayern sagen und auch ganz viel über Horst Seehofer und den Söder und diese ganzen Irren, geschenkt. Aber man stelle für eine Sekunde vor, dass Lageso stände in Passau. Mhm. Ja, und was die Bayern da hingekriegt haben, und zwar nicht nur mit Freiwilligen, sondern mit einer echt gut geschmierten, wohlgeölten Behördenlandschaft, die das einfach den gesamten Schwung auf, was komplett aufgenommen hat und dann irgendwie ordentlich betreut hat. Das ist echt schon eine große Leistung. Und wenn sich hier der Regierende hinstellt und sagt, die Bayern, das ist ja schrecklich, was sie da machen, das ist ja menschenunwürdig, wie die da reden, dann soll er sich echt gehackt legen, tut mir leid. Ja. Verwaltung hat in ganz Deutschland, außer in Berlin, ziemlich gut funktioniert. Auch wenn ich mir also Bayern hat gut funktioniert, Niedersachsen hat gut funktioniert. Rheinland-Pfalz hat sehr gut funktioniert. Und ich finde es wirklich grotesk, dass diese Stadt, die so stolz ist auf ihren Hauptstadtstatus, dass die es in einem Jahr nicht geschafft hat, wenigstens ein Verwaltungsproblem gelöst zu kriegen. Am Anfang habe ich gedacht, das sei politisch gewollt. Inzwischen bin ich überzeugt, es war wirklich Inkompetenz. Im zweiten Teil reden wir über die Wahlen. Immerhin kann heute ja rund ein Fünftel der deutschen Wahlberechtigten sein und ihre Stimme abgeben. Und da ab morgen auch viele über das Ergebnis der AfD diskutieren werden, können wir das ja auch schon heute machen, habe ich mir gedacht. Aber erstmal jetzt nochmal der Mann für Sie, der auf seiner Facebook-Seite schon mehrfach das Bild einer Pegida-Gegendemonstrantin gepostet hat, die auf einem Schild den Abendlandrettern den Spruch entgegenhält: Wenn ihr das Volk wärt, wäre ich Flüchtling. Hier ist für Sie Florian Schröder. Vielen Dank. Ja, ein gutes Stichwort. Ich wollte noch ein paar Worte sagen zu dieser AfD und dem, was sie so vorhat. Die wollten ja auf Flüchtlinge schießen lassen. Frau Petri und Frau von Storch haben ja gesagt, das sei das Richtige. Und daraufhin hat, und das muss man mal wirklich auch positiv erwähnen, Günther Oettinger, der Digitalkommissar der Europäischen Union, das einzig Richtige gesagt. Er hat gesagt, wenn die Petri meine Frau wäre, würde ich mich noch heute Nacht erschießen. Da habe ich einfach gedacht, man kann als Politiker halten von ihm, was man will, aber es ist ein Komiker an ihm verloren gegangen. Nur leider hat er natürlich nicht recht. Es wäre nicht so, dass er sich erschießen könnte, wenn Frau Petri seine Frau wäre. Denn wenn Frau Petri hören würde, wie er spricht, würde sie ihn für einen illegal Zugewanderten halten. Und dann wäre er auch vorbei. Ja?
Aber es ist unglaublich, mit solchen Forderungen ist die AfD auf der Überholspur. Und ich sage, Vorsicht von Storch, Höcke, Petri, wie ihr alle heißt. Bei Jörg Haider könnt ihr lernen, was passiert, wenn es einen auf der Überholspur plötzlich rechts aus der Kurve trägt. Der große Zulauf für die AfD kam ja nach der Kölner Silvesternacht. Das war der Moment, als sich plötzlich alles änderte. Sigmar Gabriel sagte danach, jetzt müssen wir den Flüchtlingen die Orte zuweisen, an denen sie leben dürfen. Der Sigmar Gabriel, der kurz vorher noch sagte, er wolle die AfD vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Wo ich dachte, ja super, wenn der Verfassungsschutz genauso exakt hinguckt wie beim NSU, dann können die noch sehr viele Flüchtlinge in aller Ruhe abknallen. Ja, Sigmar Gabriel, der wirklich immer ganz vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, einfach mal nichts zu sagen. Ne? Dann redet er drauf los. Ne? Immer, es ist immer so. Einmal eine Woche, vor zwei Wochen hat er mal nichts gesagt. Eine ganze Woche war mal Ruhe. Aber gar nicht, habe ich gedacht, was ist passiert? Da hat er gesagt, oh, seine Tochter ist krank, er ist zu Hause geblieben. Ich dachte, das könnte er auch mal machen, wenn sie gesund ist. Ne? Denn wir dürfen nicht vergessen, weil es gerade um das Thema Fluchtursachen ging. Sigmar Gabriel ist persönlich auch eine Fluchtursache. Sigmar Gabriel hat es als Wirtschaftsminister geschafft, im vergangenen Jahr, im ersten Halbjahr, so viele Waffen zu exportieren wie im gesamten vorvergangenen Jahr. Wer das schafft, ist nicht Opfer von Flüchtlingswellen, sondern Mittäter. Nach dieser Kölner Silvesternacht ist plötzlich alles paradox geworden. Am Anfang dachte ich, wie viel hat die AfD diesem idiotischen Sexmob eigentlich bezahlt, dafür, dass die diese Frauen sexuell missbraucht haben. Das war doch die beste PR, die die kriegen konnten. Nach der Silvesternacht konnte sich plötzlich ungestraft Erika Steinbach als Feministin verkaufen. Ja? Ausgerechnet Erika Steinbach twitterte, ihre Empfehlung für die Verkleidung am Karneval sei, komplett verschleiert zu gehen. Das ist Feminismus als Vorwand für Rassismus. Ja? Ausgerechnet Erika Steinbach, die damals zusammen mit Horst Seehofer und Volker Kauder 1997 dagegen gestimmt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat wird. Kauder, Seehofer, Steinbach, damals dagegen. Die großen Frauenversteher von heute, damals dagegen. Vollidiot. Und seit der Kölner Silvesternacht läuft der Hysteriebetrieb auf Hochtouren. Wir brauchen jetzt schärfere Gesetze. Wir brauchen die ganze Härte des Rechtsstaats, heißt es da. Und ich denke immer langsam, langsam, langsam. Was heißt schärfere Gesetze? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Wir haben doch die Genfer Menschenrechtskonvention unterschrieben, in der steht, dass die Menschen, die Schutz brauchen, ihn bekommen. Und die, die ihn aushöhlen wollen, denen wird er entzogen. Wir brauchen also nicht Gesetzesverschärfung, wir brauchen Gesetzesanwendung. Das muss das Ziel sein. Aber damit wir unsere schönen Gesetze anwenden können, müssen wir natürlich erst mal wissen, bei wem. Und der Großteil der Verdächtigen der Kölner Silvesternacht ist ja bis heute nicht gefasst worden. Warum? Weil die Kölner Polizei das getan hat, was sie am besten kann, nämlich überrascht sein. Da sind die wahnsinnig gut. Da haben die gesagt, nee, das hätten wir nicht gedacht. Sexmob auf der Domplatte, nee. Und diese Haltung kennen wir von der Kölner Polizei, noch von Hogesa, Hooligans gegen Salafisten in Köln. Da waren die auch wahnsinnig überzeugend überrascht. Da haben die gesagt, nee, Nazis und Hooligans zusammen, das hätten wir nicht gedacht, dass das gewalttätig werden könnte. Da kommst du doch nicht drauf. Nee. Wenn ich an die Kölner Polizei denke, muss ich immer an einen Satz von Mark Twain denken, der mal schrieb, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du nicht ankommst. Und trotzdem ist mir eines wichtig, wir dürfen uns nicht zu einfach machen und einfach nur auf die Polizei draufhauen. Die Polizei ist auch Opfer. Opfer von miserablen Entscheidungen der Politik in den letzten Jahren. 10.000 Beamte sind weggespart worden. Keiner von ihnen ist ersetzt worden. Das stimmt nicht. Dieses Jahr stehen 3.000 neue Beamte im Bundeshaushalt. Und wenn die da drin stehen, dann kommen die auch. Und zwar sofort kommen die. Also direkt jetzt, dann bald mal.
Also 2019 kommen die. Und dann kommen die auch nicht alle auf einmal. Es kommen 1000. Weil die müssen erstmal ausgebildet werden. Da hat ja keiner damit gerechnet, dass 10.000, die weg sind, zu wenig sein können. Wir kommen 1000 2019, nochmal 1000 2020 und nochmal 1000 2021. Das heißt, die 3000, die 10.000, die weg sind, ersetzen sollen, sind 2021 da. Da kann ich nur sagen, liebe Terroristen, die ihr uns jetzt zuhört und zuschaut, wenn ihr einen Terroranschlag auf Deutschland plant, bitte habt Geduld bis 2021. Ja, wirklich. Ja. Denn vorher, und das darf man auch nicht vergessen, kriegt ihr es zu tun mit unseren Hilfs-Sheriffs von der Bürgerwehr. Das ist ja die neueste Tendenz. Seit der Kölner Silvesternacht gibt es überall Bürgerwehren. Diese Typ-Türsteher-Männer, die so mit Alkoholproblem und Schäferhund durch die Gegend laufen und unsere Frauen schützen wollen. Wenn du die mal gesehen hast, wie die aussehen, diese bulligen Typen mit ihren Rottweiler fressen, wenn du die mal gesehen hast, also wenn ich Frau wäre und die nachts sehen würde auf der Straße, ich wüsste nicht, ob das meine Beschützer oder meine Täter sind. Ja? Aber das ist jetzt in ganz vielen Städten der Fall. Köln passt auf, Düsseldorf passt auf. Selbst die große Metropole Tuttlingen passt auf. Ja, die alte Salafistenhochburg passt jetzt auf. Überall Bürgerwehren. Bürgerwehren, das ist so eine Art Scharia-Polizei des Abendlands. Ja, das sind Leute, denen Dresden zu weit weg ist für eine Pegida-Demo und die deshalb selber was tun wollen. Und bevor es jetzt heißt, der Lügenkabarettist hat gesagt, das sind alles Nazis bei den Bürgerwehren, das stimmt nicht. Es sind auch Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft dabei, die unsere Frauen schützen wollen. Die Red Devils zum Beispiel, das ist eine Rockerbande. Die sind vorbestraft wegen Waffenhandel und Prostitution und wollen jetzt unsere deutschen Frauen schützen. Da kannst du dir auch Uli Hoeneß als Steuerberater nehmen. Gut, in einem Punkt haben die Bürgerwehren recht. Es gibt eine massive Zunahme von Gewalt im Flüchtlingsmilieu und zwar bei der Anzahl der Übergriffe auf Asylunterkünfte. Steigerung um 500% von 2014 auf 2015. 500% mehr. Vielleicht bräuchten wir eine Bürgerwehr zum Schutz der Flüchtlinge vor unseren besorgten Bürgern. Ja. Deshalb sage ich, liebe Männer, wenn ihr vorhabt, eine Bürgerwehr zu gründen oder einer beizutreten, lasst es bleiben. Tut was Sinnvolles. Denkt an die Tugenden des Mannes. Geht rauchen, saufen. Kauft Häuser, Straßenautos, macht irgendwas, bringt Geld in den Wirtschaftskreislauf. Das ist das Einzige, was hunderte nicht integrierbare Männer von der Bürgerwehr halbwegs integrierbar machen kann. Und denken wir dran, auch nach der Kölner Silvesternacht, organisierte Kriminalität ist keine Frage der Herkunft. Denken wir nur an die Tausenden, Horden testosterongesteuerter Männer, die in Frankfurt Hochhäuser besetzt haben, die aussehen wie Phallus-Symbole, die von dort aus mit Hedgefonds und anderen Massenvernichtungswaffen die Flüchtlinge erst hervorbringen, um die wir uns dann kümmern müssen. Es ist ein Ort, an dem massive Frauenverachtung herrscht. Mit 2% ist der Frauenanteil in diesen Hochhäusern vatikanös niedrig. Denken wir an die Horden nordamerikanisch aussehender Männer, die Millionen deutscher Frauen und auch der Kanzlerin ihr Handy ausspioniert haben. Denken wir an die Horden nordamerikanisch aussehender Männer, die von Rammstein aus Drohnen Richtung Afrika gesteuert haben und auch dort sogenannte Flüchtlingswellen ausgelöst haben. Und denken wir an dieser Stelle auch an unseren eigenen sexualisierten Jungmob, der jedes Jahr zwischen Karneval und Oktoberfest nach Thailand fährt, um dort Spaß zu haben. Auch das. Und denken wir auch an den Jungmob, der da nicht hinfährt, der hier zu Hause bleibt. 3 Griffe an den Arsch, 3 Griffe an die Brüste, 4 Umarmungen von wildfremden Männern und 1 Bierschwall mitten rein ins Dirndl ist die Bilanz einer Kellnerin auf dem Münchner Oktoberfest nach 30 Metern Laufweg morgens um 11. Da muss der Araber lange für antanzen. Dankeschön. Florian Schröder,
Wie gesagt, mit seinem kompletten Programm vom 15. bis 17. April in den Wühlmäusen in Berlin zu sehen, entscheidet euch. Wie ist das bei dir eigentlich? Also ich habe dieses Programm entscheidet euch schon vor einigen Monaten, ich hätte jetzt fast gesagt Jahren gesehen. aber also nach so einer Wahl wie heute Abend, setzt du dich dann hin und überarbeitest das nochmal komplett? Ja, das Programm wird tatsächlich jede Woche aktualisiert, weil ja sehr viel passiert. Das heißt, ich sage immer und die Zuschauer, die zweimal kamen, bestätigen das auch, wenn man einmal zu mir kommt und man kommt anderthalb Jahre später nochmal, hat sich 40-50% des Programms komplett verändert. Oder man hat es vergessen. Oder man hat es vergessen. Und das ist tatsächlich so. Die 51% sind neu. Und die anderen 50% haben tatsächlich Zuschauer vergessen. Die kommen dann und haben gesagt, es war ja alles neu. Und dann habe ich gesagt, nein, so ist es nicht. Es sind 40-50% neu. Der Rest ist schon gleich geblieben. Ich muss ja irgendwo auch Konstanten haben, auf denen ich aufbauen kann. Und dann sagten die, ach so, dann habe ich es vergessen. Und dann sage ich, ja, schade ja nicht. Hast du die nochmal gefreut? Wie verbringt der wohnhafte Berliner, aber gebürtige Baden-Württemberger heute den Wahlabend? Ich werde heute Abend einen Auftritt haben in der Landesvertretung des Landes Baden-Württemberg. Ja. Und da werde ich mal schauen, ob der Winfried Kretschmann auch weiterhin in den Bundesrat kommen darf oder nimmer. Aber er würde dir fehlen. Er würde mir sehr fehlen. Ich fände es sehr, sehr schade. Und ich habe das bei Twitter verfolgt. Ich finde es sehr lustig, wenn Leute, so Journalisten aus Norddeutschland, vom NDR aus Hamburg und hier aus Berlin, jetzt plötzlich diese Diskussionen im SWR-Fernsehen sahen und sagten, geil, ich sehe gerade die Elefantenrunde im SWR-Fernsehen. Da bleibe ich dran, allein wegen der Sprache. Ja, vielen Dank an Winfried Kretschmann oder Florian Schröder. Vielen Dankeschön. Dank. Danke, Marco. Danke. Dankeschön. Und damit ist auch schon wieder Zeit für unsere Kommentatoren. Hier sind sie wieder. Bettina Gauss, politische Korrespondentin der Taz, ist da. Brigitte Fährle, die Chefredakteurin der Berliner Zeitung. Lorenz Marold, der Chefredakteur des Tagesspiegels. Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild. Und Markus Feldenkirchen, Leiter des Meinungsressorts des Spiegels. Und zu Beginn hören und gucken wir doch mal kurz rein in den Wahlkampf in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Mein Name ist Winfried Kretschmann und ich bin Ihr Ministerpräsident. Wenn sich die Grünen in dieselbetriebenen Dienstlimousinen zeigen, dann ist Wahlkampf in Baden-Württemberg. Mit Naturthemen versucht sich dafür die CDU. Wir machen Baden-Württemberg zum Wolfserwartungsland. SPD-Kandidatin Katrin Budde preist ihr Bundesland mit verzweifelten Allgemeinplätzen an. Ein starkes, ein gerechtes, ein solidarisches Sachsen-Anhalt. Das schaffen wir nur gemeinsam. Und Alphas Bernd Lucke mag seinen Teller nicht leer essen. Einheitsbrei schmeckt nicht. Aber wofür steht seine ehemalige Partei nochmal? Dass dann nach den Regeln dieses Gesetzes auch von der Schusswaffe als letzter Möglichkeit Gebrauch zu machen ist. Am nächsten Tag sah sie das aber wieder ganz anders, nämlich dass wir niemals auf friedliche Menschen schießen werden. Da sind wir uns völlig einig. Wie beruhigend. War da nicht noch ein drittes Bindestrichland? Ja, Weinland-Pfalz. Es ist was Besonderes, wenn man den Wein im eigenen Haus hat, die Gärung riecht. So bin ich von zu Hause geprägt, so mache ich Politik. Na denn, Prösterchen. Seit Gründung der Bundesrepublik hatte die CDU in Baden-Württemberg immer mit Abstand die meisten Stimmen. Übrigens auch bei der letzten Wahl, das haben ja viele ausgeblendet, weil die Grünen da den Ministerpräsidenten stellen. Aber dieses Mal sieht alles danach aus, als wären sie nur noch die zweitstärkste Partei hinter den Grünen. Herr Blome, was läuft da schief in Baden-Württemberg für die CDU? Die haben nicht Herrn Kretschmann. Ich glaube, das ist schon die ganze Antwort. Und das Land ist offensichtlich so strukturkonservativ, dass es selbst die Grünen erzieht. Also dieses Erziehungsprojekt scheint zu laufen. Würde ich mir auf Bundesebene ehrlich gesagt auch wünschen. Und darum hängen die, da es noch nicht so weit ist, auf Bundesebene auch so weit zurück. Aber da funktioniert Herr Kretschmann. Es wäre wirklich spannend zu sehen, ob der nicht einfach auch eine Partei gründen könnte und dann immer noch gewählt werden würde. Und das glaube ich ehrlich gesagt. Also der Trend zur Personenwahl beschleunigt sich noch einmal. Der ist nicht ganz neu. Aber er beschleunigt sich in Baden-Württemberg gerade exemplarisch. Markus Feldenkirchen. Und das ist natürlich auch den Trend zur Personenwahl, hat die CDU in Baden-Württemberg leider vollkommen verpasst. Die treten ohne Person an quasi. Sehr,
schon sehr lustig, ein Film, in dem Guido Wolf auftritt mit der dramatischen Musik von House of Cards zu unterlegen. Das fand ich es ist Ihnen aufgefallen, schön, ja. Genau. Also ich meine, vom Charisma her dagegen wirkt selbst der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, wie ein hochbegabter Charismatiker. Stimmt das dann, die Frage an die anderen drei in der Runde, also ist Winfried Kretschmann in Wirklichkeit ein Konservativer? Ja, natürlich. Also Winfried Kretschmann ist, glaube ich, einer der konservativsten Menschen, aber im guten Sinne konservativ, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und im Übrigen die Grünen in Baden-Württemberg auch. Also die waren ja nie Linke, das war nie so eine AL oder sowas, wie wir das hier in Berlin hatten, sondern das war immer eine sehr strukturkonservative, heimatverbundene, naturverbundene Partei. Da passt der Kretschmann auch wunderbar rein und das kommt an in Baden-Württemberg. Ist das das ganze Geheimnis, Lorenz Marold? Nee, ist Teil der Erklärung. Ein Geheimnis ist es ja schon lange nicht. Naja, ich meine, die ganzen, also den Ärger, den die... Nur, dass Sie es im Radio mitbekommen. Ich habe nicht wirklich eine Schelle bekommen, es war eher verbal. Es ist nicht ganz so schlimm wie Pressesprecher von, ja. Aber... So. Naja, ich meine, man muss auch noch mal gucken, den Ärger, den die Bundesgrünen haben, den haben sie meistens mit den Grünen in Baden-Württemberg, weil die eben in der Tat schon immer konservativer waren. Man muss aber auch noch mal schauen, wo das herkommt, dass ein Ministerpräsident beim ersten Mal wiedergewählt wird, ist so ungewöhnlich auch nicht in der Bundesrepublik. Und er hatte damals den absoluten Sturzpiloten Mappus als Gegner, da muss man auch noch mal dran erinnern, der sich mit Stuttgart 21, aber auch mit der Atomfrage völlig ins, ich würde schon sagen, ins Jenseits katapultiert hat. Das hat natürlich den Einstieg von Kretschmann erleichtert. Und wie gesagt, Ministerpräsident, der wiedergewählt wird, ist so außergewöhnlich nicht, wenn er seine Sache nicht katastrophal macht. Das hat er offensichtlich nicht gemacht. Und man muss auch noch mal sagen, also ein grüner Ministerpräsident, der wiedergewählt wird, indem er auf seinem Wahlspot in Daimler steigt und davon rauscht, ist schon auch sensationell. Ja. Frau Gauss, wahrscheinlich wird es für Grün-Rot wahrscheinlich trotzdem nicht reichen, weil die SPD laut letzten Umfragen nur bei 12-14% liegt. Ist für Sie denn vorstellbar, dass es in Baden-Württemberg Grün-Schwarz gibt, also die CDU als Juniorpartner der Grünen? Für mich ist da vieles vorstellbar. Ich bin nicht so sicher, ob es für die CDU vorstellbar ist. Das wird natürlich at the end of the day tatsächlich vom Wahlergebnis abhängen und wer dann reinkommt, wer nicht reinkommt. Also dass die AfD reinkommt, da gibt es keinen Zweifel. Aber ich will trotzdem noch mal sagen, weil damit habe ich eine klare Minderheitenposition, glaube ich, hier in der Runde. Ich bin auch kein Fan von Kretschmann. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass der strukturkonservativ ist und dass er ein Verfechter von Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz wäre geschenkt. Aber ein ganz kleines bisschen Standfestigkeit wäre ja und auch grüne Prinzipien wäre ja möglich gewesen. Wie er also damals noch bevor die Flüchtlinge das ganz große Thema waren, wie er eben so gesagt hat, zugestimmt hat, wer alles kein Flüchtling sein kann und dann mal eben das Problem schlank ignoriert hat, dass im ehemaligen Jugoslawien in verschiedenen Staaten Gruppen wie Sinti und Roma durchaus insgesamt verfolgt werden, denen hat das schwerer gemacht. Also ich finde, er hat nicht nur, wie Brigitte Ferle sagt, Heimatverbundenheit, strukturkonservativ, Natur und all dieses, sondern er hat auch einfach mal mit dem Federstrich sehr, sehr lange anhaltende grüne Prinzipien über Bord geworfen. Und meine große Befürchtung ist, dass der als Superstar jetzt so unangreifbar sein wird, das, was man vor 10 Jahren für ausgeschlossen gehalten hat, die Grünen insgesamt noch konservativer werden, als sie in den letzten Jahren oder in dieser Legislaturperiode sowieso geworden sind, völlig ohne jede Grundsatzdiskussion, wird das auf Schwarz-Grün rauslaufen als Linie. Und das finde ich in mehrfacher Hinsicht, nicht nur, weil ich es für politisch falsch halte, sondern ich halte das für einen richtigen Fehler. Weil ich glaube, das große Problem jetzt bei dieser Wahl und warum es Personenwahlen sind und weniger Parteiwahlen, ist, dass die Ununterscheidbarkeit der Parteien inzwischen gigantische Ausmaße angenommen hat. Im Grunde genommen ging es im ganzen Wahlkampf in allen drei Ländern zu 80% immer um, wir sind gegen die AfD. Untereinander haben die kaum noch Themen und Kontroversen ausgetragen. Und da wundert es mich dann auch nicht, dass die Leute nicht eine Partei wählen, sondern die Personen wählen. Aber ich glaube, dass unser System so nicht gedacht war. Man erkennt sie. Man erkennt hier ganz klar, dass Bettina Gauss den Grünen der
Anfänge noch ein wenig nachtrauert. Ich glaube, stimmt. Es hat sich keine Partei hat sich stärker verändert als diese. Und in Baden-Württemberg gibt es noch mal andere Grüne als hier in der Hauptstadt oder von der äußeren Erscheinung, wie man es von Claudia Roth kennt. Ich habe vor 4 Jahren, vor der ersten Kretschmann-Wahl, habe ich mal was ganz Verwegenes gemacht, was man als Journalist ja ab und zu machen sollte. Ich bin mal rausgegangen dorthin, wo es weh tut, nach Tübingen ins sogenannte französische Viertel, wo die Grünen 60-70% traditionell bekommen. Und das ist das neue Milieu, was, glaube ich, mittlerweile mehr ausmacht als das traditionelle grüne Milieu. Es war wirklich eine Zumutung dort. Ich habe dort eine Woche gelebt. Ein solches Maß an Intoleranz, auf sich selbst Bezogenheit. Also da war die Welt nicht mehr Afrika, sondern der Innenhof und die Bepflanzung dort war die große Frage. Und der Artikel hatte damals auch eine sehr objektive Überschrift, der hieß nämlich die grüne Hölle. Ja. Ich habe Herrn Blome selten gesehen, dass er sich so freut. Das erinnert mich, jetzt erzähle ich es doch. Ich war mal bevor ich dann da arbeiten durfte, beim Spiegel zur Blattkritik geladen. Das ist so ein Initiationsritus. Und das war das Heft, in dem das Stück stand, die grüne Hölle. Und ich fand das Stück klasse zum Lesen, aber auch mal ganz schön herablassen, wenn ich das sagen darf. Weil die so in die Tonne gerammt wurden, diese Grünen, die da einfach nur vor sich hin leben wollten und jetzt eben nicht mehr in Wollsocken durch die Gegend liefen. Das war natürlich echt schon ein Kulturbruch. Insofern weiß ich nicht genau, wer von euch beiden jetzt mehr den Grünen nachtraut, gemessen zumindest an jenem Stück und an Bettina Gaus Äußerung eben. War sehr lustig, kam aber sehr gut an. Die Blattkritik. Ich glaube im Übrigen, dass die Partei, die sich am allermeisten verändert hat, nicht die Grünen sind, sondern die CDU. Exakt. Weil dass diese Partei einen Mindestlohn beschließen würde, auf Initiative sozusagen der Kanzlerin, die sich das zu eigen gemacht hat, das hätten wir alle vor 10 Jahren uns auch nicht denken können. Und noch eins, wir können echt das Duo auftreten demnächst. Wenn ich noch eins ergänzen darf. Ihr tut es gerade. Nein, man kann natürlich beklagen, und das stimmt auch auf lange Sicht, ist da was dran, dass die großen Parteien so in die Mitte gezogen sind von beiden Seiten her. Aber wollen wir es der CDU jetzt ernsthaft vorwerfen, dass sie sagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland? Ich meine mich zu erinnern an viele Diskussionen, wo es hieß, mein Gott, wann erkennt die CDU endlich an, dass dies hier ein Einwanderungsland ist? Jetzt tut sie das. Und macht am rechten Rand was frei, lässt nämlich jene Leute zurück, die sagen, nee, es ist kein Einwanderungsland und wir wollen eine Partei, die das behauptet, nicht mehr wählen. So entsteht doch die tektonische Verschiebung gerade, dass es für große Koalitionen nicht mehr reicht, weil beide Parteien in die Mitte gezogen sind. Ich finde es nur an diesem Beispiel der CDU nicht so schlimm. Ich finde es gut, dass die inzwischen sagen, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wenn sie das am rechten Rand ein paar Stimmen kostet, dann muss man das eben zur Kenntnis nehmen, dann ist es halt so. Aber dagegen habe ich auch überhaupt nichts gesagt. Ja, aber es ist Teil des ja klar, aber ich sage ja auch nicht, dass alle Parteien über alle Themen fundamentalen Streit austragen müssen. Aber dass ich eine Richtung wähle, wenn ich eine Partei wähle, fand ich immer nützlich im Rahmen Sie wünschen sich die Alternativen von mir aus Rot-Grün kontra Schwarz-Gelb und für eine entscheide ich mich für eine Seite. Naja, ich muss da nicht unbedingt die Farbenspiele der Koalition drin haben, aber ich will eine grobe Richtung haben. Wenn ich mir angucke, wie viel der AfD ist es gelungen, thematisch alle Parteien, vielleicht außer der Linken, die auch eine Außenseiterposition da hat, aber sonst alle Parteien einfach thematisch vor sich herzutreiben. Die haben sich an den AfD-Themen abgearbeitet und unter diesem Schirm sind Sachen beschlossen worden, die früher für fundamentale Diskussionen gesorgt hätten, beispielsweise Verschärfungen des Asylrechts. Darüber wurde ja kaum noch geredet, immer mit starrem Blick auf den rechten Rand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen vorsichtig sein, sonst gewinnt die AfD noch 2% mehr, wo völlig aus dem Blickfeld gerät. Selbst wenn die AfD 20% heute Abend kriegt in jedem der 3 Bundesländer, was sie nicht tut, 80% haben sie dann nicht gewählt. Lorenz Marold, Sie wollten was dazu sagen. Ja, nur ganz kurz, weil ich glaube, das ist völlig richtig. Es geht nicht um dieses grundsätzliche thematisch bezogene dafür dagegen, sondern es geht um das Tempo, mit dem bestimmte Versprechen, die sich mit einem Markennamen verbinden, und das sind ja die Parteien letztlich auch, dass die in einem rasenden Tempo kassiert werden. Und das kann man zwar sehr oft pragmatisch erklären, wir können auch sagen, es ist vernünftig, Gesellschaft verändert sich, aber das trägt eben dazu bei, dass es einen Teil der Enttäuschten gibt, die es eben auch zur AfD zieht. Die sagen, ein gewisses Maß an Verlässlichkeit, wenn ich meine Stimme abgegeben habe, erwarte ich schon. Und da muss man einfach konstatieren, dass bei der CDU in einem irren Tempo,
Sachen über den Haufen geworfen wurden, die für Jahre davor gesetzt waren. Und das hat eben viele Leute irritiert. Das heißt damit noch nicht, dass das falsch ist. Aber falsch ist mit Sicherheit, die Kommunikation dabei zu unterschätzen. Und ich glaube, das ist jedenfalls ein Problem, dass die CDU doch sehr im Moment auf sich hat. Jetzt haben wir viel über die Probleme der CDU und der Grünen gesprochen und die SPD außen vor gelassen. Die liegt laut letzten Umfragen in Baden-Württemberg bei 12-14%. In Sachsen-Anhalt, wo ich übrigens gerade gehört habe, dass da die Wahlbeteiligung größer ist als bei der letzten Landtagswahl momentan. Da wird sie vermutlich von der AfD laut Umfragen überholt werden. Was macht die SPD, Frau Fährle, so falsch, dass sie derartig abstürzt? Also das ist ja nicht mehr, Sie haben sich früher über 30% geärgert, jetzt würden Sie sich über 20 freuen. Das stimmt, ja. Also es fällt mir echt schwer, darauf eine kurze und klare Antwort zu geben, weil ich weiß es nicht so recht, was die falsch machen. Ich sehe gar nicht wirklich, dass die was falsch machen. Ich sehe zum Beispiel, dass Andrea Nahles eine relativ vernünftige Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik macht, die aber nicht einzahlt auf die SPD. Ich sehe auch, dass Frank-Walter Steinmeier eine relativ vernünftige und gute Außenpolitik macht, die es aber auch nicht einzahlt auf die SPD. Die hat ihr Profil offensichtlich in der Öffentlichkeit verloren. Also vielleicht ist es das, was Lorenz Marold gesagt hat, dass die Schärfen nicht mehr erkennbar sind. Und bei der SPD sind sie eindeutig nicht mehr erkennbar. Markus Feldenkirchen. Also ich glaube, wenn man sich die Reformen der letzten Jahre ansieht, dann kann man guten Gewissens sagen, dass Deutschland nicht mehr so sozialdemokratisch war seit Willy Brandts Zeiten. Jetzt aber mit einer Bundeskanzlerin, die formal zur CDU gehört. Und ich glaube, die SPD hat erlebt, wie was viele erlebt haben, die in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsame Sache mit Angela Merkel gemacht haben. Also wäre Angela Merkel eine Pflanze, dann wäre sie die sogenannte Schwarznuss. Das ist ein Waldbaum, der eine so umfassende Krone hat, dass alle Pflanzen, die drumherum wachsen, kein Licht zum Gedeihen haben und außerdem setzen die Wurzeln noch Giftstoffe aus, dass alles früher oder später eingeht. Darunter ist zuerst der Kommunismus. Er kennt die ganzen Bäume mit dem Namen. Der Kommunismus ist daran zugrunde gegangen, dann Friedrich Merz, der Andenpakt. Dann die FDP und zuletzt halt auch die SPD und der Einzige, der eine Koalition mit Angela Merkel halbwegs unbeschadet ausgehalten hat, ist bisher Joachim Sauer. Ich würde gerne noch einen Satz zur SPD sagen, wenn ich darf. Dazu möchte Bettina Gauss und Lorenz Marold wollen uns dazu sagen. Eine schöne Theorie, die aber noch nicht den Erfolg der AfD erklärt. Nee. Die scheint Resistenzen entwickelt zu haben. Deshalb würde ich mir auch wünschen, sie würde mit der koalieren, dass sie das ähnliche Schicksal ereilt. Bettina Gauss. Nee. Nochmal zurück zur SPD. Ich glaube, aber Sie dass verlassen das jetzt eine nicht wirkliche... die Schwarznuss. Wir haben da gerade so einen Spaß mit. Gut, ich ziehe meine Wortmeldung zurück. Nein, ich glaube, dass die SPD tatsächlich in einer tragischen Situation ist und ein nicht lösbares Problem hat, was insgesamt meiner Meinung nach fürs Parteienspektrum nicht gut ist. Wenn wir den Markenkern aufgreifen, den du eben erwähnt hast, dann ist es so, natürlich trotz Godesberg und trotz der ganzen Veränderungen und trotz Zuwendung auf Mittelschicht und all dieses, die Tradition der SPD liegt in der, als Arbeiterpartei, auch als Partei der Facharbeiter. Und da geht ihr auch eine Basis schlicht verloren. Also da ist der Umbau der Gesellschaft so, dass die SPD wahnsinnige Schwierigkeiten hat, sich neu zu erfinden. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht mehr, obwohl der Steinmeier ja zum Beispiel irrsinnig populär ist, ich glaube nicht, dass es ihr in der vorhersehbaren Zukunft gelingen wird. Was heißt, wenn wir das, ich fände es ein Problem, wenn wir künftig eine große Partei haben und mehrere unterschiedlich kleine und dann haben wir eigentlich einen Dauerzustand der großen Koalition, weil sich andere Situationen gar nicht mehr bilden können. Dann allerdings wird es erstens richtig langweilig und zweitens wird es noch mehr Politikverdrossene geben. Aber ich glaube, es gibt eine ganz, zumindest ein Teil der Antwort ist total praktisch und simpel und technisch. Wenn Sie in einen Wahlkampf ziehen als SPD und haben keinerlei Aussicht auf eine, also nach allen Umfragen, nach allen Wahrnehmungen, keinerlei Aussicht auf eine Mehrheit, so wie das Steinmeier gemacht hat oder eben auch Steinbrück gemacht hat, dann werden Sie auch nicht richtig gewählt. In dem Augenblick, und das sieht man in Rheinland-Pfalz, das letzte Beispiel, wo ein SPD-Kandidat, in diesem Fall Kandidatin, eine Aussicht hat, ich kann eine Regierungsmehrheit zusammenkriegen. Ich gehe entweder als Erster durchs Ziel oder ich habe einen ausreichend starken Koalitionspartner, als Beiboot, als Beifahrer, dann geht es plötzlich.
dann schafft die plötzlich über 30%. Sie überholt offenkundig auf den letzten Metern, war zumindest der Stand der Umfragen, jetzt auch noch die Herausfordererin von der CDU. Und im 25. oder XY. Jahr der Regentschaft der SPD verlängert die noch einmal. Das heißt, in dem Augenblick, wo sie eine Machtperspektive haben, weil es die Gegebenheiten hergeben, funktioniert es. Das heißt, für die Bundes-SPD müsste das heißen, eine linke Mehrheit zusammenzubauen. Die würde ich jetzt vielleicht nicht wählen. Aber immerhin wäre das ein spannendes Experiment. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum man in einem Koalitionsvertrag nicht hinkriegen sollte, dass man jene Bundeskoalitionsvertrag, jene Themen einfach stilllegt, bei denen es mit der Linkspartei außenpolitisch meinetwegen richtige Probleme gibt. Das muss möglich sein. Also wenn Sie einen Koalitionsvertrag für CDU und FDP hinkriegen, dann kriegen Sie auch einen für Rot-Rot-Grün hin. Aber das wagt die SPD nicht, warum auch immer. Sie traut sich das nicht und lässt die Leute nicht abstimmen. In Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt wird allen Voraussagen nach die SPD unter 20% landen. Sie haben es angesprochen, die große Hoffnung für die SPD ist Rheinland-Pfalz, wo sie möglicherweise sogar die Chance hat, stärkste Partei zu werden. Viele sagen, wenn Rheinland-Pfalz auch noch daneben geht heute, dann wird Sigmar Gabriel zurücktreten. Wie realistisch ist diese Prognose vom einen oder anderen Kommentator? Ich glaube, die ist realistisch, weil es ein tiefes Misstrauen innerhalb der Partei gegen ihren Vorsitzenden gibt. Das ist zum Teil vom Vorsitzenden selber verdient durch... Redlich. Durch, sagen wir mal, nicht immer vorhandene Stringenz in der eigenen Urteile, hat aber auch mit dem neurotischen Verhältnis der Partei und ihrer Mitglieder zu autoritär auftretenden Personen zu tun. Und da hat, glaube ich, Sigmar Gabriel im Umgang mit der Partei, mit Individuen in seiner Partei, sehr, sehr viele Fehler gemacht, weshalb er schon zu Ende des letzten Jahres auf dem SPD-Parteitag einen gehörigen Denkzettel bekommen hat. Da haben ihn knapp über 70% noch als Vorsitzenden gewählt. Und man munkelt, auch da hat er damit gerungen, möglicherweise hinzuschmeißen. Ganz genau. Also das ist, glaube ich, von einigen ziemlich gut rekonstruiert, dass er das kurzzeitig überlegt hat und dann von den anderen aus der Führung, weil sich auch keiner traut, aus nach vorne zu treten und zu sagen, ich bin die Alternative zum Weitermachen. Und ich glaube, das wäre jetzt ein Tiefpunkt. Es ist völlig spekulativ. Ich glaube auch, dass Malu Dreyer am Ende gewinnen wird mit einer sehr soliden Arbeit, die sie dort gemacht hat. Aber sollte Rheinland-Pfalz fallen, Baden-Württemberg ein desaströses Ergebnis sein und in Sachsen-Anhalt dritte Partei weit hinter der AfD. Das wäre vor dieser Ausgangslage durchaus ein Grund zum Rücktritt. Und dann? Was passiert dann? Dann muss sich jemand aus der bisher doch sehr unmutigen zweiten Reihe der SPD nach vorne trauen und sagen, ich möchte das machen, ich stehe für etwas und ich vertrete das auch stringenter, als Sigmar Gabriel es gemacht hat. Ich hatte das Privileg, einen aus der zweiten Reihe mal länger zu begleiten, Martin Schulz, den Europaabgeordneten. Ich glaube, das wäre ein Vorsitzender, der der SPD nicht schlecht täte. Der aus der zweiten Reihe müsste aber auch sagen, ich bin bereit, die nächste Wahl zu verlieren. Ne? Genau. Ja, oder ich bin bereit, suchen und deswegen würde ich, aber allein dieser resignative, würde ich dieser These grundsätzlich widersprechen. Ich glaube nicht, dass Gabriel zurücktreten wird, unter keinen Umständen im Augenblick. Okay. Ist er wirklich ganz alleine, Lorenz Marold? Wir haben heute von 18 bis 20 Uhr eine Radio 1 Wahlsendung. Kurz vor Ende, Sie schlagen schon die Hände vor das Gesicht, aber kurz vor Ende werden wir miteinander sprechen. Also ist, für die Radio habe ich nicht gemacht. Er hat mit den Augen gerollt. Ich weiß noch nicht, was ich dann sage, weil ich wollte mir erstmal die Wahlergebnisse machen. Ja, genau. Warum? Aber exotisch. Werden wir definitiv nicht darüber reden, dass Sigmar Gabriel zurückgetreten ist. Ja, wie gesagt. Also ich sehe es, sagen wir so. Ja, doch, jetzt schon. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, wenn auch nicht für sehr wahrscheinlich. Ich halte es deswegen nicht für ausgeschlossen, weil man ihm schon anmerkt, dass er eigentlich einen Anlass sucht. Er ist ratlos, er weiß nicht genau, was er tun soll. Und beim letzten Mal in der Tat ist er überzeugt worden, weiterzumachen, im Grunde genommen schon gegen seinen Willen. So, es ist nicht die Frage, wer wird Vorsitzender, sondern wer verbrennt sich bei der nächsten Wahl. Diese Frage stellt sich womöglich aber in einem Dreivierteljahr ganz anders. Das weiß man im Moment noch nicht. Ich glaube, da ist noch eine Menge Dynamik drin. Ich glaube auch, dass das Signal heute für die SPD sehr uneinheitlich werden wird. Das heißt, dass es nicht eine eindeutige, klare Geschichte gibt nach dem Motto, so geht es überhaupt nicht weiter, sondern dass wir über so viele verschiedene Sachen nachher reden werden, dass Sigmar Gabriels Fall einer von vielen ist. Jedenfalls keiner, der stark genug ist, um ihn sofort zum Rücktritt zu treiben. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass alles oder fast alles,
was Markus Feldenkirchen gesagt hat, wahrscheinlich nicht für die SPD eintreten wird, sondern für eben für die CDU. Ich stelle mir vor, in Baden-Württemberg fällt sie hinter die Grünen zurück. Julia Klöckner schafft es nicht in Rheinland-Pfalz. Und in Sachsen-Anhalt erzielt die AfD Rekordwerte. Dann werden, man weiß dann nicht mal, ist es jetzt wegen oder gegen Merkel passiert. Ist ja vollkommen unklar. Ich meine, Julia Klöckner hat wirklich intensiveren Wahlkampf gegen die Bundeskanzlerin geführt als gegen Malu Dreyer. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Aber ich glaube, da wird Kretschmann hat gesagt, ich bete für Angela Merkel. Ja. Da wird ein Hauen und Stechen anfangen in der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Das wird richtig, richtig lustig sein, morgen zu beobachten. Aber das Spannende ist, finde ich, dass wenn wir schon mal einen großen Aufruf an die Millionen Zuschauer an den Fernsehschirmen richten, die jetzt noch wählen gehen dürfen, beide Fragen, nämlich ob Malu Dreyer oder Frau Klöckner gewinnt, beziehungsweise ob es für Grün-Rot oder eben nicht in Baden-Württemberg reicht, entscheidet sich an ein paar 10.000 Stimmen. Richtig. Also wir haben es für Rheinland-Pfalz einmal ausgerechnet, dass die Hälfte der Wahlbevölkerung von Pirmasens, die über Do or Die dieser beiden Damen entscheiden wird. Und wer jetzt nicht hingeht, und quasi in so einer Situation, wo ganz viele Stimmen den Ausschlag geben werden, über so eine Grundsatzfrage letztlich und den ganzen Fallout für die Bundespolitik, so oder so, der ist wirklich doof. Dann kommen wir, wie angekündigt, zur AfD. Ich habe lange wirklich mit mir gerungen, ob ich diese Aussagen des Fraktionsvorsitzenden der AfD in Thüringen einspielen soll, also von Björn Höcke. Aber durch den Tusch am Ende, den die AfD selbst eingespielt hat, der ist nicht von uns rangemacht, finde ich, dass man es dann doch machen kann. Die AfD hat kein Potenzial von 15%. Die AfD hat mittelfristig ein Potenzial von 30%. Und die AfD hat das Potenzial, die neue Kanzlerpartei zu werden. Die AfD wird... wird in alle drei Landtage einziehen in Sachsen-Anhalt. Das war Florian Schröder verkleidet, ne? Die AfD wird also in alle drei Landtage einziehen, davon kann man ausgehen, in Sachsen-Anhalt wahrscheinlich in der Nähe der 20% landen. Wenn man diesen Typen sieht und der bekommt eine gewisse Popularität, dann fragt man sich schon, was haben die sogenannten etablierten Parteien falsch gemacht, dass die AfD so erfolgreich ist? Also ich meine, wir lachen uns hier kaputt über die. Also ich meine, ist ja... Ich weiß nicht, ob die alle was falsch gemacht haben, aber es ist doch, weshalb waren die unmittelbar vor der Bundestagswahl so groß und sind dann ganz knapp nicht in den Bundestag gekommen? Da fehlten 90.000 Stimmen oder 130.000 Stimmen, das war wirklich hauchfein. Ein Viertel von Pirmasens. Ich glaube, die Hälfte von Detmold. Aber das war die Euro-Krise. Und dann kriegte man irgendwie, wie auch immer, die Euro-Krise halberlei in den Griff. Zumindest sieht es im Moment so aus. Und zack, war die AfD wieder weg, war bei 3% in den Bundesumfragen Tendenz nach unten gehend. Und jetzt geht es eben um Flüchtlinge und den Umstand, dass der Staat diesen Zustrom von Flüchtlingen, wer ihn jetzt auch immer ausgelöst haben mag, durch welche Selfies oder auch nicht, ist offenkundig eine Zeit lang zumindest ganz sichtbar nicht im Griff hatte, auf Hunderttausende von Freiwilligen und Ehrenamtlern angewiesen war, um staatliche Funktionen zu gewährleisten. Und da muss man gar nicht aufs Lageso schauen, das war überall so. Und das macht diese Partei groß. Und ich glaube, sie ist ein konjunkturelles Phänomen, das auch wieder verschwinden wird, wenn in irgendeiner Form die Leute zumindest das Gefühl kriegen, es kommen weiter Flüchtlinge, aber kontrolliert und nicht mehr 1 Million plus pro Jahr. Markus Feldenkirchen, Bettina Gauss, Brigitte Ferle. Ich kann mir auch nicht vorstellen, es ist natürlich, kann sein, dass es einfach nur mein Wunsch ist, aber ich glaube, es gibt auch ein paar Parameter, die dafür sprechen, dass wir vielleicht am heutigen Tag mit den Wahlergebnissen schon den Höhepunkt der AfD erlebt haben. Ich hoffe, dass es ein bisschen ist wie Hertha BSC, kurzzeitig auf Platz 3, aber wenn es zählt am Ende... Der traut sich was. Ja. Zum ersten und zum letzten Mal beim Radio 1 Kommentatoren-Talk, Markus Feldenkirchen. Spiegel-Korrespondent vergleicht Höcke mit Preetz. Auch nicht schlecht. Lassen wir das weg, aber ich glaube... Zu spät. Zu spät. Ich habe von Anfang an gesagt, lade den Schuhmacher wieder an. Das ist der harte Film. Je erfolgreicher sie sind und je
sichtbarer sie auch werden und nicht nur bei Leuten wie diesem Sportpalastredner, der da einmal die Woche in Erfurt im schummrigen Schein auf dem Marktplatz tritt und damit an ganz andere deutsche Zeiten erinnert. Je mehr von diesen Leuten wirklich sichtbar werden, desto, da habe ich einfach das Vertrauen in unsere Bevölkerung, dass sie trotz momentaner Erregung und auch dem Gefühl, was die Flüchtlingskrise angeht, habe ich nicht die Partei, die 1:1 meine Haltung entspricht. Ich glaube, dass das Phänomen früher oder später sich von selbst erledigen wird. Wie gesagt, alleine das Personal wird da sehr bei helfen, weil wenn man sich da einige Landesvorsitzende ansieht, dagegen ist die kroatische Wettmafia fast vertrauenserweckend. Bettina Gauss wollte was sagen. Ja, und zwar auf die Frage nochmal, was haben die etablierten Parteien falsch gemacht? Sie haben wirklich mit Demutsgesten gegenüber der AfD reagiert. Sie haben Angst erkennen lassen. Es ging über Monate hinweg, war thematisch im Zusammenhang mit Flüchtlingen nur noch von Abwehr die Rede. Also wen können wir abschieben, wie können wir Familiennachzug begrenzen, wie können wir integrationsunwillige Flüchtlinge bestrafen zum Zeitpunkt, wo es überhaupt keine Integrationsangebote gibt. Jedenfalls nicht in ausreichender Zahl, denken wir schon über Strafen für Leute nach, die die nicht vorhandenen Angebote nicht nutzen wollen. Großartige Idee. Und ungeachtet dessen ist die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung erstens nicht bereit, die AfD zu wählen. Insofern gibt es allen Grund, dieses Zutrauen zu haben. Es ist, die Zeit hat jetzt, glaube ich, eine Umfrage, wo eine gigantisch hohe Zahl, die ich mir gar nicht habe vorstellen können, also irgendwas wie 80-90% gesagt haben, selbstverständlich muss man Leuten aus Kriegsgebieten helfen und selbstverständlich müssen wir sie aufnehmen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben keine Angst mehr vor der schweigenden Mehrheit, sondern ich freue mich über die und habe das Gefühl, die sind, obwohl es auch in Teilen der Medien, in der Tat, begleitend zu diesen monatelangen, wie können wir uns gegen die Flüchtlinge abgrenzen seitens der etablierten Parteien, gab auch Begleitmusik da von einigen großen Medien. Und trotzdem sitzt die Bevölkerung in ihrer überwältigenden Mehrheit da und sagt, nein, wir wollen uns ehrenamtlich engagieren oder auch wir wollen uns nicht engagieren, aber wir finden es richtig, dass Flüchtlinge herkommen. Nein, wir sind nicht für die Ausländerfeinde. Nein, wir sind nicht für die AfD. Also ich finde, man muss es jetzt auch nicht so hochhängen. Ich finde es nicht toll mit 20%, aber ich finde die 80%, die sie trotz all dieser Begleitumstände nicht wählen, unglaublich beruhigend. Brigitte Fährle. Ich bin an dem Punkt absolut einig mit Bettina Gauss und will das noch ergänzen. Ich glaube, ich habe ja in meinem Eingangsstatement wurde ich ja gefragt, was würde ich gerne ausweisen aus dem Land, und dann habe ich gesagt, die Verzagtheit. Und ich glaube, dass in dem Umgang mit der AfD oder in unserer Reaktion auf die AfD genau so ein Moment von Verzagtheit ist. Also wir stehen da und denken hoch, ganz schlimm, was passiert da und wie müssen wir reagieren, statt einfach zu sagen, wir tun das, was wir für richtig halten und setzen das diesen Scharfmachern entgegen. Ich will das Problem jetzt AfD auch nicht kleinreden, aber ich will doch mal daran erinnern, wir hatten auch schon im Landtag von Baden-Württemberg mal 14 oder 15% Republikaner. Wir hatten auch im Abgeordnetenhaus von Berlin schon Republikaner und die sind auch alle wieder verschwunden. Ich glaube nicht, dass die von alleine verschwinden, man muss schon was tun. Und was ich glaube, wenn nochmal auf die Frage, was haben die Parteien falsch gemacht? Eines, glaube ich, haben sie definitiv im Laufe des letzten Jahres falsch gemacht. Sie haben zu viel öffentlich über diese Frage gestritten, aus Gründen kleinkarierten Parteiinteresses. Und das finde ich wirklich fatal. Also wenn man in dieser Frage versucht, sich zu profilieren parteipolitisch und damit so eine Vergiftung in die Gesellschaft bringt und damit solche Leute wie Herrn Höcke und Frau Petri und Frau von Storch groß macht, dann hat man das Gegenteil dessen erreicht, was man wollte. Ich glaube übrigens auch Stoiber, weil der ist daran, Seehofer, Entschuldigung, der ist daran wirklich, Stoiber auch, aber ich meinte jetzt trotzdem Seehofer, der hat gedacht, er poltert jetzt los und macht damit der AfD klein und hat das Gegenteil erreicht. Man muss sich das doch mal wirklich vorstellen. Der redet von der Herrschaft des Unrechts. Schäuble spricht von einer
oder Schäuble wird eine erbärmliche Politik, nee, er spricht von einer erbärmlichen Politik und dann wird von der SPD gesagt, er macht eine erbärmliche Politik. Und in allem sind sich die etablierten Parteien nur darin einig, dass sie überhaupt nicht verstehen, warum die Bevölkerung kein Vertrauen mehr in ihre Politiker hat. Ja, ich meine, wenn ich das ernst nehme, was die übereinander sagen, dann sind es offenbar eine Bande von inkompetenten, sinistren Halunken. Also ich meine, die Regierung, in der Schmähkritik an der Regierung lässt sich die Regierung ja von niemandem mehr übertreffen. Nikolaus Blome wollte. Ich finde, wir sind jetzt hier so super einig, dass die AfD irgendwie ganz, ganz schlimm ist. Ist sie auch. Und trotzdem finde ich eigentlich, ein Nichtwähler ist noch schlimmer. Dann soll er lieber die AfD wählen. Das ist eine spannende Frage. Ich habe das tatsächlich gelesen, dass Sie das geschrieben haben. Wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf. Die sind ja auch damals noch ein bisschen anders gelabelt, mit demselben Namen, aber ein bisschen anders quasi inhaltlich aufgestellt, auch ins Europaparlament eingezogen. Mhm. Und dann sind sie da sang- und klanglos eingegangen, haben sich inzwischen, glaube ich, geteilt, aus der einen Fraktion sind sie rausgeflogen, etc. pp. So muss man es machen. Wenn wir jetzt als Kartell, oder zumindest in der Wahrnehmung der AfD und ihrer potenziellen oder tatsächlichen Wähler, als Kartell auftreten, die Parteien, die restlichen Parteien als Kartell, wir grenzen euch aus, ihr dürft nicht in dieses Parlament kommen. Es gibt Leute, ernstzunehmende Politiker anderer Parteien, die sagen, die dürfen nicht in die Parlamente. Ja, geht's noch? Dafür sind die Parlamente da. Dass sie auch den etwas unappetitlichen, meinetwegen auch recht ruppigen Rand eines Wahlvolkes abbildet. Und ich finde es eher, nicht mit 20%, gebe ich gerne zu, aber ist es wirklich so schlimm, wenn die jetzt mit 8% in den baden-württembergischen Landtag einziehen? Ich finde das nicht so schlimm. Lorenz Marold, wenn Sie jemanden fragen würden, ich überlege, die AfD zu wählen oder gar nicht wählen zu gehen, raten Sie ihm auch, dann wähle die AfD? Naja, das Interessante ist ja, es gab ja eine Umfrage, die der Stern veröffentlicht hat. Da haben genau 25% der AfD-Wähler auf diese Frage gesagt, nein. Also 25% der AfD-Sympathisanten warnen vor der Wahl ihrer eigenen Partei. Das zeigt so ein bisschen, dass die These, man sollte das zwar ernst nehmen, aber auch nicht, sagen wir so, jetzt zu groß machen, dass die schon durchaus stimmt. Was wir hier sehen, ist nicht nur ein Flüchtlingsthema bei der AfD, sondern da sammelt sich ja, wenn man sich das genau anschaut, alles das, was sich verfolgt fühlt von dem, was die CDU in den letzten Jahren gemacht hat, im Sinne von Gleichberechtigung. Das ganze Gender-Thema ist bei den AfD-Anhängern ein Riesenthema. Die Leute fallen nicht vom Himmel, die hat es früher auch gegeben. Wir wissen seit der Brandenburg-Wahl, dass die meisten AfD-Wähler von der Linkspartei gekommen sind und erst danach von der CDU. Es gibt in allen Parteien, glaube ich, die antreten, gibt es Leute, die so denken und die finden jetzt in dieser AfD tatsächlich eine kristallin klare Truppe, glauben sie, die genau ihre Interessen verfolgt. Und ich glaube, da hat der Nikolaus Blome recht. Wir werden ganz schnell sehen, wenn es in die echte Politik geht, dann wird es eben auch nicht mehr so aufrechtzuerhalten sein. Also ich warne davor, das zu überschätzen und sich wirklich panisch zurückzuziehen. Wir werden das auch erleben, wenn in Berlin gewählt wird, kommt auch auf die Medien das Thema zu, laden wir die auch ein zu unseren Veranstaltungen. Was machen wir, wenn die AfD kommt und sagt, ich buche bei euch eine ganzseitige Anzeige? Die eine Hälfte der Leser wird kündigen, weil wir sie bringen und die andere Hälfte, weil wir sie ablehnen. Wir müssen uns aber... Oh, bald nur noch halb so viele Leser. Ja, ja, aber... So, wir haben es ja gesehen bei der Frage, haben wir Angst davor, die einzuladen in der Elefantenrunde? Ich meine, was ist denn das für eine absurde Diskussion? Ja? Also einen besseren Booster kann man sich doch gar nicht vorstellen als das. Ja? Also, sehe ich es richtig, Herr Feldenkirchen, ich verstehe, Sie wollten was sagen, dann stelle ich keine Frage. Ich finde auch, die anderen Parteien haben sich viel zu lange klein gemacht und viel zu lange darüber diskutiert, wie man mit der AfD umgehen soll, statt einfach mit ihr umzugehen, so wie man das macht. Argumente, Gegenargumente, auf die Schwächen des anderen hinweisen, auf die Unprofessionalität. Ich glaube, das reicht. Und solange die Bürger das Gefühl haben, CDU und SPD, wie es ja in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg der Fall ist, deren Hauptstreitpunkt ist eigentlich, wie gehen wir mit der AfD um, diskutieren wir mit ihr ja oder nein. Das ist der schlechteste Gefallen, den man sich selber tun kann. Und ein Aspekt vielleicht noch, um so ein bisschen für die den Aufstieg der AfD sich jetzt nicht wünschen. Wir hatten schon einmal den Fall, dass die Partei
nur rund um ein Thema, damals nämlich den Euro und die Griechenlandrettung, kurzzeitig sehr, sehr populär war, als dann vorübergehend das Gefühl war, Griechenland sei jetzt zumindest fürs Erste gerettet und der Euro stabilisiert. Das war noch nicht lange her, das war im Juli letzten Jahres, hat die AfD ein Trümmerbild abgegeben, wie es selbst der Versprecher kam, vielleicht gerade zufällig, die FDP in ihren schlimmsten Zeiten nicht abgegeben hat. Die Partei war am Ende bei 3%, das Führungspersonal total zerstritten. Und wenn die Flüchtlingskrise für uns irgendwann nicht mehr die Relevanz hat, wie sie es aktuell hat, dann glaube ich, wird diese Partei wieder in sich zusammenfallen. Noch ein Wort dazu von Nikolaus Blume. Ich glaube, also es wird nicht lange nur mit der AfD einfach umzugehen und zu sagen, dann laden wir sie halt in diese Elefantenrunden ein. Man muss auch schon ein paar Probleme lösen, und mal auch jenseits der Flüchtlingskrise. Ich glaube, es ist schon ein Ding, dass der Staat in vielerlei Hinsicht ein Vollzugsdefizit hat. Schöner Begriff. Es hat was zu sagen, dass insbesondere in jenen Regionen die AfD stark ist, wo aus guten oder schlechten Gründen, kann ich im Einzelnen gar nicht beurteilen, es deutlich weniger Polizei gibt als vorher, dass die nächste Polizeidienststelle nicht mehr 10 Kilometer entfernt ist, sondern 30. Die brauchen jetzt eine halbe Stunde, bis sie kommen. Manchmal hebt bei 110 gar keiner mehr ab. Und das ist so ein Gefühl, was sich in Teilen der Bevölkerung breit gemacht hat, von Verunsicherung, in das die so eine Law-and-Order-Partei, oder die sich zumindest suggeriert, wie die AfD, hineinstößt. Und ich glaube, es wird nicht reichen, nur zu sagen, guck mal, was für ein Strafregister der Spitzenkandidat Herr Poggenburg hat oder wie oft er schon betrügerischen Konkurs gebaut hat an einer anderen Stelle auf der Landesliste. Man wird auch diese Probleme angehen müssen, die ja manifest vorhanden sind. Und jetzt vor der Schlussrunde die letzte Aussage von Bettina Gauss. Ich stimme dem allen zu und ich glaube, dass hinzukommt in der Tat, dass im Augenblick mit einer Leichtfertigkeit, die ich bedrohlich finde, auch die sozial Schwächsten aufeinander gehetzt werden. Also wenn ernsthaft erörtert wird, ob man den Mindestlohn für Flüchtlinge aussetzen sollte, dass dann Leute, die vom Mindestlohn leben, flüchtlingsfeindlich werden, das wundert mich nicht. Dass überhaupt insgesamt wir es wahrscheinlich ein bisschen leichter haben als Leute, die das Gefühl haben, es reicht eh nur knapp zum Überleben, was sie entweder mit Billiglohnjobs verdienen oder eben Hartz-IV-Empfänger, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn Ressentiments und Angst steigen. Das heißt, die Sozialpolitik muss halt weiter im Blickfeld gehalten werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass das über diesen ganzen Gerede mit der AfD in den letzten Monaten so ein richtiger Markenschlager gewesen ist. Und damit kommen wir zur Schlussrunde. Los geht's mit Bettina Gauss. Von Ihnen möchte ich, ja, weil Sie die Halbsätze nicht mögen, möchte ich von Ihnen eigentlich nur drei Tipps haben. Nach der Regierungsbildung heißen die Ministerpräsidenten bzw. Präsidentinnen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Bitte. Wie hießen denn jetzt nochmal die Kandidaten? Also fangen wir an, Baden-Württemberg. Also Höcke tritt nicht an, ne? Kretschmann. Baden-Württemberg, Kretschmann. Rheinland-Pfalz, also Malu Dreyer oder Julia Klöckner? Malu Dreyer. Und Sachsen-Anhalt bleibt. Bleibt auch alles. Die Regierung vorhin? bleibt auch alles wie gehabt. Gut, ja, naja, wir können Ihnen das morgen dann mal vorspielen. Frau Fehrle, falls Winfried Kretschmann heute nicht wiedergewählt wird, wird er mir vor allem fehlen, weil... Keiner schönere Werbespots hatte, die man so schön verhonepiepeln konnte, wie neulich in der Heute-Show der Spot mit dem Pumuckl. Wer das noch nicht gesehen hat bei YouTube, unbedingt angucken. Gucken Sie sich in der Mediathek an, genau. Herr Blome, bei Ihnen muss ich jetzt leider das Thema wechseln. Wenn man wie ich letztens 1 bis 2 Stunden mit Wladimir Putin zusammensitzt, dann fällt einem an dem Mann privat vor allem auf, dass er ein Opfer der frühen plastischen Chirurgie geworden ist. Herr Feldenkirchen, die SPD ist nach 3 schlechten Ergebnissen heute Abend nur zu retten, wenn? Wenn sie einen Vorsitzenden hat, der die Partei wieder von dem, was sie seit 150 Jahren mitbringt, nämlich ein Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft und auch ein paar ganz gute Lösungsansätze und Reformideen, wenn sie sie von ihrem eigenen Programm und ihren eigenen Ideen endlich wieder richtig begeistern kann. Lorenz Marold zum Abschluss. Im September wird in Berlin gewählt. Wenn da im Wahlkampf nicht über Flüchtlinge und nicht über den BER gesprochen wird, werden wir vor allem diskutieren über... Ta-ta, ta-ta, ta-ta.
Das war's? Ich glaube schon, nein, Quatsch. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk. Vielen Dank an Bettina Gauss von der Taz, Brigitte Ferle von der Berliner Zeitung, Lorenz Marold vom Tagesspiegel, Nikolaus Blome von der Bild und Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Hier auf Radio 1 geht es jetzt weiter mit der Hörbarust. Schauspieler Sebastian Koch ist zu Gast. Politisch wird es heute Abend wieder, da darf ich Sie ab 18 Uhr zu unserer Wahlsondersendung auf Radio 1 begrüßen. Da wird Lorenz Marold die Wahlergebnisse kommentieren und alles zurücknehmen, was er in den letzten 2 Stunden behauptet hat. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss.